Warten, warten, bitte. Psst. Präsident der Ärztegesellschaft für gesundes Altern und Prävention. Wir sind ein großes Podium und darum bitte ich euch alle auf dem Podium. Deshalb kommen wir zusammen. Durch die Lockdowns geschieht weltweit gerade Verarmung und wenn gleichzeitig der Wirtschaft der Ich danke Ihnen. Noch ein letztes. Die Corona-Krise ist die Stunde der Demokratie. Jetzt zeigt sich, ob wir es schaffen, uns auch in schwierigeren Zeiten, nicht nur bei Schönwetterpolitik, demokratisch uns zu verhalten und uns der Diskussion zu stellen. Gut, die erste halbe Stunde werden die Fachleute das Wort haben. Danach werden die Politiker sich eher zu grundsätzlicheren Fragen. Tanner, ich danke Ihnen, dass Sie da sind. Ich werte es als ein Zeichen Ihrer grundsätzlich offenen Geisteshaltung. Zur ersten Frage. Ich erhielt die ketzerische Frage vorgegeben, gibt es eine aktuelle Pandemie? Deshalb die erste Frage, welche Kriterien müssen erfüllt sein, damit auch in der Schweiz eine Epidemie eine Pandemie ist? Ja, herzlichen Dank und guten Abend, mein Land. Ich bin sicher sehr gerne da. Ich habe keine Mission zu erfüllen, sondern ich bin gerne da, zu zeigen, was man weiß und was man vor allem auch nicht weiß. Und das ist entscheidend. Und es ist nicht so, dass wir hier eine Linie zu vertreten haben, sondern wir haben einfach versucht, die Dinge zusammenzusetzen. Das war die kurze Präambel. Ich weiß, jetzt kommt die Antwort, das ist eine technische Frage. Die technische Frage, was ist eine Epidemie und eine Pandemie? Eine Epidemie muss man vergleichen zuerst mit der Endemie. Das Endemie ist das etwas, was immer vorhanden ist. Kommt etwas Neues, und jetzt sprechen wir von Infektionskrankheiten, dann ist die Übertragung, die häufiger ist als das, was gewöhnlich ist, ist ein epidemischer Zustand. Und das hängt ab, was vorhanden ist, um das man vergleicht mit dem, was nicht also was jetzt neu dazukommt. Wenn wir hier einen einzigen Fall oder zwei Fälle von Cholera hätten, dann hätten wir eine Epidemie. Wenn wir in Bangladesch jeden Tag 40 neue Fälle von Cholera im Spital sehen, ist das der endemische Zustand, das wird immer übertragen. Und eine Pandemie ist, wenn nicht eine Epidemie nur hier in Aarau stattfindet, eine Übertragung. Das ist nicht Krankheit, Übertragung eines Keimes, sondern die Welt erfasst. Dann spricht man von Pandemie. Und wir sind, wenn wir nur als Schweizer denken, denken wir als von einer Epidemie. Wenn wir denken als Weltbürger, weil wir ja nicht in der ersten, zweiten und dritten Welt leben, sondern in einer Welt, dann sprechen wir von einer Pandemie. Danke vielmals. Dann muss ich ein bisschen rasanter vorwärts machen. Ich möchte eigentlich möglichst bald etwas auch wieder von Ihnen etwas über die momentane Situation hören, über die bei der Corona-Problematik, und zwar, wie sieht die aktuelle Gefährdung aus? Wir hören ja jeden Tag die neuen Fallzahlen. Vor 10 Tagen ungefähr habe ich gehört, 100 neue positive Fälle. Die Basis war ungefähr so, grosso modo, 4000 Tests. Also das ergab 2,5%. Am nächsten Tag schnellten diese positiven Werte auf 200, so Größenordnung, hinauf. Was war die Basis? 8000 Tests. Wiederum 2,5%. Wir erhielten aber die Message in der Art, dass die Leute das Gefühl hatten, wow, da geht aber was ab, die Gefahr nimmt gewaltig zu. Deshalb möchte ich Sie noch mal fragen, welche Messmethoden benutzen Sie? Benutzen Sie zur Risikoabwägung neben dem PCR-Test und R-Wert noch andere Daten? Ich glaube, das muss man anders beginnen, diese Antwort. Und es geht nicht, die Fallzahlen zeigen, dass Infektionen stattfinden. Und die Fallzahlen muss man im Kontext setzen und vor allem ist das Entscheidende zu sehen, wo das stattfindet. Es sind ja nicht 200 oder was immer, 100 Fälle gleichmäßig verteilt in der ganzen Schweiz.
Und das ist jetzt die Strategie, das ist die Maßnahme, dass man versucht festzustellen früh, wo findet es statt, wo wird übertragen, dass man hingehen kann. Und wie beim Feuerwehr, die geht nicht erst, wenn die ganze Stadt brennt, sondern wenn man ein Räuchlein sieht und dort gezielt Maßnahmen macht, um zu verhindern, dass wir wieder in eine Situation gelangen, dass wir eben zu einem Lockdown kommen. Jetzt würde ich zuhören, was ich sagen will, weil das sozial wie wirtschaftlich fatal ist. Und deshalb geht es darum, zu lokalisieren, wo Übertragung stattfindet, damit der Rest unserer Bevölkerung eigentlich das Leben, das soziale Leben, wirklich weitergehen kann. Um das geht es. Und die Zahlen über R-Werte, Reproduktionswerte, das sind Richtwerte, zu sehen, wie Übertragung stattfindet. Aber für deine Gesundheitsdirektion ist es wichtig zu wissen, wo findet es statt. Findet jetzt eine Übertragung in einem Altersheim statt? Findet eine Übertragung in einem Club statt? Findet die Übertragung weiß nicht wo statt? Und das hilft, Maßnahmen zu ergreifen. Okay, das ist zwar einerseits ein Teil meiner Frage ist beantwortet, aber ich gebe mal gerade das... Darf ich schnell intervenieren? Ich bitte euch, bitte mit Respekt, jede Aussage mit Respekt, bitte damit umzugehen, auch jetzt in diesem Teil des Podiums. Danke vielmals. Dankeschön. Gut, Herr Rees. Gut, ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viel über die Messmethode gehört, aber ich möchte mal dieses Wort der Ärzteschaft geben. Ist sie geeignet oder nicht? Vielleicht können Sie einige Aussagen machen zur Zuverlässigkeit dieser PCR-Tests, Diagnostik und so weiter. Weil wir müssen ja herausfinden, wo sind denn da die Unterschiede zwischen den Lagern? Bitte sehr. Also ich halte den PCR-Test für die Diagnostik einer Infektion für nicht geeignet. Und das ist... Okay. Und ich will versuchen, es auch zu begründen. Sie hatten mir freundlicherweise Unterlagen zur Verfügung gestellt. Viele Unterlagen habe ich Ihnen gezeigt. Und diese Unterlagen habe ich mir auch ganz intensiv angeguckt. Und an manchen Stellen fühlte ich mich durchaus bestätigt mit meiner Kritik und mit meiner kritischen Haltung, dass dieser Test ausreichend ist, um genügend die Maßnahmen zu begründen. Zum einen ist bekannt, dass bereits, wenn Infektionen zu lange oder länger schon zurückliegen, der Test immer noch deutlich positiv sein kann, sodass man gar nicht nachvollziehen kann, handelt es sich um eine frische Infektion. Des Weiteren ist der PCR, so wie er jetzt benutzt wurde, zumindest in der Anfangsphase eben nicht an einem SARS-CoV-2 geprimt worden, sondern es wurden synthetische Viren. Wenn ich falsch liegen sollte, dann können Sie mich korrigieren. Aber das sind dafür weiter. Ich meine, wir müssen jetzt nicht eine wissenschaftliche Diskussion. Nein, es ist. Nein. Er darf, das sage ich ja. Aber ich meine einfach, um diese Details, die haben wir ausgetauscht. Er hat sie eingefordert, hat das alles angesehen. Und ich wollte einfach sagen, ist weitergegangen und es hat eine Evolution gegeben. Dieser erste Satz, diese Tests werden nicht mehr so verwendet, sondern sie sind alle eigentlich in dem Sinne uns dokumentierbar. Aber das ist nicht dokumentierbar hier am Schlossplatz. Und das ist das, was ich eigentlich sage. Dann würde ich mich freuen, wenn wir uns da im weiteren Verlauf austauschen können. Weil ich bin da doch einer deutlich anderen Meinung und ich sehe es eben nicht als geeignet an. Und ich erwarte, das ist eine oder die zentrale Forderung, die ich habe, dass bei positivem Testergebnis ein Zweitest zur Bestätigung durchgeführt wird, was kein PCR ist. Meine Frage wäre, seit wann denn überhaupt ein PCR-Test für eine klinische Diagnose angewendet wird? Denn wir kennen von demjenigen, der den PCR-Test erfunden hat, beziehungsweise auch von den Herstellern, die PCR-Tests herstellen, dass in den Gebrauchsanweisungen steht, dass PCR-Tests nicht für klinische Diagnosen, sondern nur für labortechnische Diagnosen geeignet sind.
Zumal ein PCR-Test auch kein Virus nachweisen kann, sondern nur RNA-Fragmente, auf die er geeicht wurde. Ist das denn in der Zwischenzeit nicht mehr so, oder? Ja, es ist sehr viel, hat sich da verändert. Und zwar, nein, es ist nicht einfach, um zu lachen. Wir haben alle Tests, die vorhanden sind, wurden unabhängig, und zwar jetzt auch mit einer großen Glaubwürdigkeit von einer Organisation, die sich einsetzt für die vernachlässigten Krankheiten auf dieser Welt, von Feind, vergleichend evaluiert. Und es stimmt, dass am Anfang all diese Bedenken, die wir jetzt gehört haben, da würde ich zustimmen. Und was, wo wir jetzt sind in dem Sinn, ist nicht, dass wir sagen, das ist jetzt das goldene Mittel. Wir machen ja bei vielen Infektionskrankheiten zwei Tests, das wissen wir, das ist bekannt und das bringt mehr. Aber, und das ist jetzt entscheidend, dass wir sind entfernt von diesem Test, wo man nur auf eines RNA-Stückchen da gesehen hat. Jetzt sind die Kriterien für Positivität so über Tausende von Tests etabliert worden, dass wir wirklich nicht nur ein RNA-Stück nachweisen, sondern hier sind wir weiter. Und das ist jetzt vielleicht, was können wir noch vertiefen, aber das könnte ich dokumentieren mit unzähligen Arbeiten, auch von Leuten, die sehr kritisch sind gegenüber diesen Tests. Wir weisen aber immer noch Fragmente nach. Wir können ja bei einem PCR-Test immer nur Fragmente nachweisen. Das heißt, die Systematik selber ist ja nicht geändert. Aber Sie müssten sich, ohne bevor Sie jetzt klatschen, müssten Sie sich mal sehen, wie das Positiv-Negativ zustande kommt. Das kommt zustande ist eigentlich auch zwei Tests in einem oder drei Tests in einem, indem man eben sicherstellt, dass es nicht irgendwelche tierische oder bereits tote Viren sind, sondern dass man das zusammenbringt und erst ein positives Resultat erklärt, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Das nennt man Validieren und es geht weiter, aber wir sind weit davon entfernt, als Christian Drosten den Test erstellt hat. Aber Sie würden Sie jetzt zum heutigen Zeitpunkt sagen, dass ein PCR-Test eine klinische Diagnose erbringen kann oder nicht? Ein PCR-Test bringt keine klinische Diagnose. Das ist der Punkt. Wir sagen ja das umgekehrt. Man sagt, man möge einen Test machen, wenn man die leichtesten Symptome verspürt. Mhm. Es ist also sicher falsch, dass ein positiver Test eine Krankheit, eine klinische Diagnose bringt. Das sehen wir ja genügend. Wir sehen ja, das ist ganz eindeutig. Das hat auch niemand wirklich so gesagt. Okay, danke vielmals. Jetzt muss ich vielleicht ganz kurz unterbrechen. Ich möchte ein bisschen einen Schritt weitergehen vielleicht an diese Ärzteschaft. Sie haben ja gesagt, es müsste irgendwie vertieft untersucht werden. Ich möchte die Frage anders stellen. Was sehen denn die Ärzte täglich vor Ort? Beurteilen Sie die Situation. Woran sterben die Menschen effektiv? Was passiert im Körper? Wo sehen Sie Versäumnisse bei den bisherigen Maßnahmen? Wo gibt es Verbesserungspotenzial, um vielleicht letztlich sogar möglicherweise eine mangelhafte oder eine bessere Behandlung zu verbessern? Bitte. Ich bin Allgemeinpraktiker und bin Arzt seit 35 Jahren, habe in der allgemeinpraktischen Abteilung des Unispitals Bern meine Doktorarbeit gemacht und habe seit 28 Jahren eine Familien- und Hausarztpraxis. Und in diesen 35 Jahren, in denen man zurückschaut, sieht man gewisse Phänomene, welche die Patienten einem zeigen, indem sie mir das Vertrauen entgegenbrachten und eben auch als Grippepatienten zu mir kamen. In diesen 35 Jahren sieht man schwierige Grippenzeiten, man sieht schwache Grippenzeiten. Eine Grippediagnostik mit einem Test ist nie ein Thema gewesen. Denn in der Praxis, im Alltag, in der Konsultation, da geht es einfach darum, dass man die Krankheit feststellt, welche den Patienten auch überhaupt zur Konsultation bringt. Wir sind also keine Theoretiker, wir sind die Praktiker und wir sehen, wie das Leben sich vollzieht. Und diese Situationen waren 2015 und 2018 relativ dramatisch. Ich habe in einem Altersheim gearbeitet. Wissen Sie, in der Medizin sieht man viele dramatische Sachen. Wir sind eigentlich die Spezialisten der Gefahr, nicht?
die Gefahren machen uns im Prinzip nicht viel Angst. Wir sind ja mittendrin. Wir sind auch mittendrin in den Infektionsherden, Tag für Tag, mit unseren normalen Mitteln der Hygiene, die wir im Studium lernen und so weiter. Und die meisten erkranken nicht, auch wenn es katastrophal darum herum zugeht. Und es ist einfach so, dass wenn man die ganzen epidemiologischen und die ganzen gesundheitspolitischen Themen betrachtet, dann habe ich den Eindruck, ich bin im falschen Film. Das ist nicht meine Realität. Das entspricht nicht der Realität. Ich habe von sämtlichen Patienten, die ich seit Februar behandle, seit Januar, habe ich 2 Covid-Positive gehabt. Ich habe mit meinem Ärztepräsident geredet im Kanton Neuchâtel, wo ich arbeite. Er hat auch 2 Fälle gehabt von seinen ganzen Patienten. Also es ist irgendwie eine Kluft zwischen dem, was man in Medizin als Mediziner macht und was man gesundheitspolitisch berichtet. Das stimmt so nicht zusammen. Und ich denke, ich möchte noch etwas sagen. Das Interessante, ich fand auch das Beispiel mit dem Räuchlein ist ausgezeichnet. Wenn eben ein Räuchlein aufkommt, dann geht die Feuerwehr schon, nicht wahr? Besonders in Basel geht sie, da raucht es ja manchmal so in der Industrie. Wir erinnern uns zum Beispiel an Kaiserrauchs, nicht wahr? Dort hat es auch schon ganz tüchtig geraucht. Also es ist aber doch immerhin ein Räuchlein. Aber wir sprechen beim Test nicht vom Räuchlein. Es ist wie wenn jetzt über ganz Aarau die Bombardier mit Helikopter das Wasser abwerfen würden, ob es raucht oder nicht, ganz egal, nicht? Schon rein der Verdacht, dass etwas passieren könnte, ist so, dass man eben rennt. Und das ist nicht üblich in der Medizin. Es gibt eine deontologische, das heißt eine medizinethische Grund, Verwirrung stiften und mit denen man nichts anfangen kann. Also ich habe immer wieder den Eindruck, als Praktiker sieht für mich die Welt anders aus. Ich bin im falschen Film. Und ich möchte mich eigentlich nicht täuschen lassen von Äußerungen, die mein Alltag mir nicht zum Erlebnis, zum Beweis irgendwie nahe bringt. Gut, danke schön. Jetzt geht vielleicht die Frage, muss ich doch noch einmal zurück an Herrn Tanner geben. Und zwar, es geht darum, um zusätzliche Abklärungen. Mir wurde im Vorfeld dieser Veranstaltung gesagt, ich solle doch möglichst eine Frage stellen, weshalb Obduktionen am Anfang verboten wurden. Weil die Praktiker wollten wissen, was genau abgeht. Und haben Sie Feldstudien gemacht, empirische Studien? So, dazu. Ich selbst habe keine solche empirischen Studien durchgeführt. Wir haben aber sehr viele solche Studien wurden durchgeführt. Deshalb wurden zum Beispiel auch dargestellt, dass es nicht nur um die Lungen geht. Wir haben die Endothelbefall und so. Das wurde auch aufgrund von empirischen Studien festgestellt. Und ich glaube, das ist sicher richtig, dass das gemacht wurde. Aber es ist auch nicht nötig, dass das systematisch gemacht. Ich verstehe natürlich sehr schön, die Praxis, die man erlebt, ist eine andere Praxis. Hätten wir einen Intensivmediziner bei uns, der würde ein bisschen anders berichten, oder? Und dann würden wir... Ja, das stimmt. Also doch. Die Intensivstationen waren ja... Zu keinem Zeitpunkt belegt. Nein. Ja. Das stimmt. Also jetzt, ich meine... Nicht nein. Jo, haben Sie... Bitte verhalten Sie sich. Es wäre sehr gut, wir würden das miteinander eigentlich einmal ansehen. Dann gibt es nicht, die einen wissen es, die anderen wissen es nicht, die anderen glauben und die anderen glauben nicht. Es geht darum, dass wir vielleicht einen Spaziergang machen würden und wir eigentlich einmal solche Stationen ansehen würden. Dann könnten wir diese Fragen von Herrn Talli viel mehr im Kontext bearbeiten. Das Statement habe ich sehr geschätzt, das stimmt.
Und ich bin eben nicht der Meinung, dass man jetzt einfach eben mit dem Helikopter und weiß nicht was, was Sie gesagt haben. Ich habe 40 Jahre, auch genau gleich lang sind wir unterwegs, Public Health vor allem in Afrika betrieben, in Asien, und habe Epidemien erlebt wie Cholera, Ebola, wo 60% der Menschen, die infiziert sind, sterben. Und dort haben wir das Prinzip gehabt, dass man eben sehen muss, wo übertragen wird, dass man einschreiten kann. Und das Problem bei dieser Virusinfektion, und es geht jetzt nicht genau um die genaue Zahl, sondern eine Virusinfektion, die man überall findet, dass die ungleich verteilt ist in einer Bevölkerung. Wenn Sie eine ungleiche Verteilung haben, auch im Krankmachen, dann ist die Empfinden der Bevölkerung, das Verstehen der Bevölkerung, wenn das so heterogen ist, ist das sehr schwierig. Und deshalb, wenn Sie auch jetzt einen Arzt aus Glarus oder Uri gehört hatten, dann hätte er eine ganz andere Erfahrung gemacht, als jemand eben intensiv. Und ich glaube, das müssen alle, die hier sind, ungeachtet der Glaubensrichtung sehen. Das ist die Schwierigkeit, wenn eben nicht eine Infektion gleichmäßig alle erfasst und gleich krank macht, ist das eine ganz andere Situation, wie man das in der öffentlichen Gesundheit und nicht in der Individualmedizin angehen muss. Das ist der Punkt, den ich da sagen möchte. Und ich glaube, das wäre sehr wichtig, auch Erfahrungen zu haben von Leuten, die auch in diesen zum Teil lernen. Aber, und das ist etwas, was Sie vergessen, ein Effort, der gemacht wurde, dass wir die Zahlen eigentlich tief haben und eigentlich deshalb auch die Konflikte größer werden, man sagt ja schon gar nichts, haben wir erreicht, weil wir es miteinander gemacht haben und aufeinander gehört haben. Dankeschön. Aber grundsätzlich sind Sie auch der Meinung... Im Kanton St. Gallen haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht wie in Neuchâtel. Aber ist Ihrer Meinung nach nicht viel zu spät obduziert worden oder begonnen worden, Obduktionen durchzuführen? In einer Situation wie die, wo eigentlich alle ein bisschen überrumpelt waren, ist es viel einfacher zu sagen, was alles nicht gemacht wurde. Wir müssen es jetzt ab jedem Schritt richtig machen und nicht zurücksehen. Wir hatten Informationen, nicht aus der Schweiz, aber zum Beispiel die Berichte aus Italien, die durchaus... Ja, ich glaube, das ist jetzt wirklich etwas, wo... Das ist respektlos gegenüber den Menschen in dem Norditalien. Nein, Moment. Das ist respektlos. Ich muss Sie wirklich bitten, auf beiden Seiten ein bisschen cool down, please. Okay. Das meine ich einfach. Man muss sich das ansehen. Meine Frage wäre jetzt, wenn man sich das ja ansehen möchte, warum spricht dann die Presse bei PCR-Positivtesten direkt von Infizierten? Warum unterscheidet man bei den Zählungen der Toten nicht mit Toten, die durch Corona und mit Corona verstorben sind? Weil das alles ja die Zahlen in die Höhe treibt. Das sind ja ganz einfache Sachen. Das kann ich jedem Primarschüler erklären, dass wenn man einfach sagt, die sind alle an Corona gestorben, obwohl manche mit und manche durch sind und wir wissen nicht genau wie viel, dann ist das unkorrekt. Das ist auch nicht wissenschaftlich. Das Zweite wäre dann, welche Maßnahmen werden denn ergriffen, wenn Sie vorhin gesagt haben, ein PCR-Test testet immer nur ein Fragment, beziehungsweise er kann nicht auf einen Virus testen. Was sind denn die Maßnahmen, die ergriffen werden, um überhaupt zu sagen, ob jemand infiziert ist oder nicht? Das wäre der zweite Schritt. Und der dritte Schritt, noch wenn Sie mir noch eine erlauben, die dritte Frage wäre, in Bezug auf Italien wissen wir ja, dass das nicht das erste Mal ist, dass diese Zustände da herrschen. Das hat schon 2018, 2017, jedes Jahr, wenn die Grippewelle kommt, schlafen die Leute auf den Fluren draußen. Und jetzt, wenn wir jetzt uns beziehen auf die Fotos mit den Särgen und so weiter, dann müssen wir natürlich auch wissen, dass im Zuge der Corona-Maßnahmen die Beerdigungen verboten worden sind. Insofern gab es da einen großen Stau und die Bestatter, die sich jetzt auf diesen großen Corona-Geschäft vorbereitet haben, bleiben ja auf ihren Särgen sitzen und melden Kurzarbeit an im Moment. Insofern, das wären meine drei Fragen, wenn Sie da vielleicht noch kurz drauf eingehen. Ich beginne mit den ersten. Ich meine, und das ist ein Problem, das wir alle haben. In einer solchen Situation war auch die Presse und die Kommunikation allgemein von allen nicht hilfreich. Denn das stimmt. Das ist ganz klar.
Und deshalb ist es auch nicht sinnvoll, einfach Särge und Intensivstationen zu zeigen. Aber es wurde mehr gemacht, um das eigentlich abzuklären. Aber zu Ihren Frage 1. Man hat ja festgestellt, und das war in dem Sinne ein guter Ausbruch, die Heinsberg-Studie in Deutschland, wo man unterschieden hat und man alles, was man untersuchen konnte, untersucht hat. Und dort hat sich ganz klar gezeigt, dass man, wenn man hier am Boden ein RNA-Fragment findet, das ist nicht infektiös. Dort hat man einen zweiten Test gemacht und hat gezeigt, da lassen sich Zellen nicht infizieren. Und was man aber auch gezeigt hat, da gibt es auch eine Validierung, dass wenn der Abstrich richtig gemacht wird und aus einem lebenden Organismus über diese unangenehme Situation Nasenrachen kommt, dass diejenigen Viren, die dort drin sind, sind infektiös. Das heißt, sie können sich vermehren in der Testzelle. Das ist praktisch wie der zweite Test. Und ich glaube, das ist bis jetzt in dem Sinne gut etabliert. Und man hat da gesehen, dass einfach überall Fragmente finden, ist eine falsche Information. Das war Glück, dass man das so gut gemacht hat, das würde ich sagen. Und hat ihm gezeigt, was der Test kann und was er nicht kann. Das ist ganz sicher so. Ich meine, die Mortalität aus der Heinsberg-Studie hat ja gezeigt, dass sie im Bereich einer normalen Grippe liegt. Das muss man ja dazu auch sagen, was dann kommt als nächstes. Das heißt, dann müsste man ja wieder, wenn man jetzt sagt, man bezieht sich auf diese Studie, müsste man fragen, inwiefern hat man mit dieser, sage ich mal, Gefahrenklasse an einer Krankheit, unter dem ganzen Kontext. Ich meine, sag mal jetzt, wie viele Menschenleben vernichtet durch die Maßnahmen? Das müssen wir ja auch beachten. Es gibt unglaubliche Statistiken. Und natürlich die wirtschaftliche Problematik, die ja jetzt noch kommt, ja, die wir ja alle schon, also ich meine, ne, wie kann man das dann rechtfertigen, wenn man jetzt gerade sich in Bezug auf die Heinsberg-Studie äußert? Ich glaube, das lassen wir schnell. Er hat sich schon länger gemeldet. Ich muss das schnell unterbrechen, Entschuldigung. Ja, mir geht es primär um ein ganz zentrales Thema. Ich vertrete eine Fachgesellschaft für Präventionsmedizin. Wie ist die Prävalenz der Erkrankung in der Bevölkerung? Es ist mir unerklärlich, dass diese zentrale Zahl der Epidemiologie nicht erfasst wird. Weil dann kommen genau diese Fragen. Wie viel haben wir eigentlich? Wie viel ist hier auf Deutsch, wie viel falsch positive, falsch negative können wir haben? Wir können den prädiktiven Vorhersagewert einer PCR-Reaktion gar nicht wissen, ohne die Zahl der Prävalenz. Und wenn ich nicht weiß, in einer Gruppe der Bevölkerung... Kannst du das Wort noch erklären? Das verstehen wir. Wenn man einen Test macht, einfach so in der Bevölkerung, nicht bei Symptomen, sondern breit, und der ist positiv, dann heißt das nicht, dass dieser Patient wirklich positiv ist. Da gibt es eine Testfehlerwahrscheinlichkeit, die liegt vielleicht... Die Validierung ist bei 99,9. Wenn aber die Prävalenz tief ist, dann rutscht die falsch positiven Zahl auf 50%. Das ist ein anderes Thema. Mir geht es um die Frage, warum erforscht niemand die Prävalenz? Wie viele Menschen hier in dem Raum haben Corona oder gehabt? Das kann man nicht mit dem PCR-Test wissen. Warum wird das nicht erforscht? Doch, es wird erforscht und es wurde auch darüber klar berichtet. Und der Punkt zu dem ist, Sie müssen unterscheiden, Viruspositivität, und weil man dort die Schwierigkeit hat, da kann man nicht die ganze Bevölkerung testen. Und deshalb ist die Viruspositivität, dort ist die prädiktive Wertfrage kein Problem mit den neuen Tests, wie wir vordiskutiert haben. Die haben eine Spezifität von 100% oder 99,99% dokumentierbar. Aber der Punkt war ja, deshalb hat man, und das stimmt nicht, dass es nicht erforscht wird, man hat ja dann in der Schweiz die Immunitas-Studie gemacht und hat festgestellt, dass man in Genf, in Tessin, etwa 10% je Leute haben, die exponiert waren. Was der Immuntest schaut, die Antikörpertest, ist, ob jemand exponiert war. Und dort gibt es die Schwierigkeit, dass exponiert nicht schützen heißt. Weil nur etwa die Hälfte und nur diejenigen, die schwerer erkrankten, hatten sogenannte neutralisierende Antikörper. Wie schätzen Sie denn die Prävalenz in der Schweiz, ganz konkret? Eben, ich sage jetzt, man hat diese verschiedenen, nicht in der ganzen Schweiz. Genf ist die Zahl bei der Gesamtbevölkerung. Die erste Zahl, jetzt muss ich zuhören. Die erste Publikation hat gesagt 5,6%. Man hat dann diesen Test wiederholt in dem gleichen Bevölkerungssampling mit Zufallsstichproben. Und ist dann bei 10% gelandet. Das Gleiche hat man im Tessin gemacht.
Man hat auch diese Studien nicht nur in der Schweiz gemacht, zum Beispiel auch im viel zitierten Schweden mit der Durchseuchung hat das auch gemacht. Und man hat dann festgestellt, wenn man jetzt das weitergegangen ist, man hat das in Basel, Zürich, St. Gallen, wurde diese Immunitas-Studie durchgeführt. Können Sie vielleicht etwas abkürzen? Ja, aber ich meine, wie hoch ist die Zahl? Nein, das ist schon gut. Ich habe Ihnen jetzt das gesagt, es ist heterogen in der Schweiz. Okay. Und dieser Punkt versuche ich Ihnen mitzuteilen, es ist überall gleich. Und wenn Sie es Mittelweg mehrmählen für die ganze Schweiz, dann kriegen Sie ein falsches Bild, dann kommt Schrott raus, das muss ich sagen. Warum werden dann ganz schweizerische Maßnahmen gemacht, gleich? Nein. Vielleicht das vorletzte Votum für diesen Teil. Vielen Dank für die Ehre. Also es ist so, dass ich denke, wir sind da in einer hochakademischen Diskussion. Das haben Sie gemerkt. Und das Leben ist ja nicht im Elfenbeinturm, nicht wahr? Es spielt sich irgendwie anders ab. Und ich denke, das ist auch das Problem, das ich habe. Auf der einen Seite sind diese großen Diskussionen, diese Zahlen und dieses Informieren von der Gefahr. Und die Frage ist ja wirklich, wie groß ist die Gefahr wirklich? Und ich glaube, in Bezug auf diesen Gefahrenbegriff sind wir zum Teil vollständig anderer Ansicht. Denn die Interpretation der Gefahr ist etwas, was jeder Mensch persönlich erlebt. Und meine Patienten waren zuhaufen in Angst- und Panikzuständen zu mir gekommen. Aber nicht durch das Virus, sondern durch die angekündigte Gefahr. Ist aber eine angekündigte Gefahr wirklich der Realität entsprechend? Und das ist es, was ich in der Praxis überhaupt nicht erlebt habe. Ich habe das auch nicht erlebt von Berichten der Intensivstation. Die Intensivstationen waren weniger ausgefüllt, als man gedacht hat. Man müsse sie freihalten. Man hat in Bern, man hat in Genf und Basel hat man Intensivbetten an Frankreich abgetreten, weil es verfügbare Plätze gab. Und die ganze Geschichte mit den Intensivplätzen ist eben auch so, Intensivstationenplätzen ist auch eine Frage, wie groß ist wirklich die Gefahr, wenn freie Betten oder Spitäler, welche unvollständig ausgelastet waren, zum Beispiel das Centre Hospitalier Universitaire Vaudois hat einen Brief geschrieben an die Waadtländer Ärzte, um zu sagen, bitte schickt uns die Patienten, wir haben nichts zu tun. Okay, das lassen wir mal. Danke vielmals. Ich muss jetzt ein bisschen vorwärts machen, weil um 7 ungefähr möchte ich den ersten, also die erste Viertel oder den ersten Drittel. Herr Talli, nochmals diese Frage und auch die Frage von Herrn Eckert. Ich wurde in diese Diskussion getrieben, diese akademische. In allen meinen Punkten, die ich erwähnt habe, immer wieder, die größere Gefahr ist diese sozial-ökonomische Dimension. Und ich bin eben ganz auch dieser Meinung, nur um das festzuhalten. Und deshalb ist das Prinzip dieser Heterogenität ist ein wichtiger Teil, dass man das sieht, weil das, wenn man das halten können, dann können wir eben, müssen wir nicht mit diesen Angstsituationen und so leben. Ich glaube, das müssen Sie einfach mitnehmen. Es geht eben diese Heterogenität, so einfach das tönt, ist das Schwierige, dass wir miteinander auch reden können. Noch der letzte Punkt zur Intensivstation. In Basel, das weiß ich sehr gut, wir haben eine sehr gute Beziehung dazu, haben frühe Maßnahmen, die von anderen zum Teil dazu geführt haben, dass man sie gesagt hat, man sei unvorsichtig in Basel, hat man sehr früh mit dem Case Management verhindert, dass man mehr Leute auf die Intensivstation gebracht hat. Danke vielmals, das genügt mal. Also Sie sehen, es wird sehr intensiv diskutiert. Wir hatten eigentlich auch eine gute Kultur bisher. Ich muss ein bisschen weitergehen. So, Herr Tanner, wie ich das verstehe, ist die Strategie des Bundes Virus, Gefahrenquelle, Impfung, Lösung. Ich verstand Ihre Strategie als maximale Schadensbegrenzung bis zur Endlösung. Deshalb müssen Sie auch für diese strengen Maßnahmen empfehlen. Und jetzt meine Frage. Stimmt das nicht? Nein, das stimmt nicht, weil es enorm simplistisch ist. Die Strategie des
des Bundes. Erstens machen wir in der Taskforce keine Strategie, das kommt in den sozialen politischen Prozess, wo die Entscheide stattfinden. Aber der wichtige Punkt ist eben diese, was ich versuche zu erklären, man möchte das beschränken dort, wo wirklich Übertragung stattfindet und nur dort Maßnahmen ergreifen. Und deshalb ist sogar die föderalistische Struktur viel besser, wenn man das zuschneidet auf die Situation. Wenn Sie eine Massenveranstaltung, die Alpenchilbi in Glarus, abhalten wollen oder ein Madonna-Konzert in Basel, ist eine andere Maßnahme vorzunehmen. Und da kann man nicht die ganze Schweiz mit einer Strategie. Und das ist ganz klar. Wie sehen die Ärzte? Ja? Und das hat niemand also im Bund gesagt, sicher nicht wir in der Taskforce. Okay, danke vielmals. Das ist vielleicht ganz gut. Wissen wir das? Ist die Impfung die einzige Lösung oder gibt es Alternativen? Das möchte ich von dieser Seite hören. Also die erste Frage, die zu klären wäre, ist eine Impfung überhaupt notwendig? Und da geht es mir nicht darum, dass ich ein Impfkritiker oder ein Impfgegner wäre, sondern dass es durchaus Hinweise darauf gibt, dass sowohl durch die Antikörper als auch durch die zelluläre Abwehr bereits eine Immunität von bis zu 80% bestehen könnte. Und wenn eine 80% ist hoch, ja. Na ja, gut, aber das ist, ja, aber die Studie habe ich Ihnen mitgebracht, die ist aus Deutschland. Und die spricht von bis zu 80%. Und dann muss man sich natürlich überlegen, wenn ich eine Immunität von bereits 80% habe, dann ist eine Impfung doch wahrscheinlich eher nicht notwendig. Und ich denke, dass da zu sehr diese Hinweise, dass da eben eine Immunität sein könnte, eine großflächige, ich finde, diese Studien werden ignoriert. Ich glaube, wir lassen das. Ja, wir lassen das. Aber ich, nur jetzt, wenn wir da sitzen, ich vertrete nicht die Impf... nein, überhaupt nicht. Denn... Nein, lassen wir das. Es ist klar, Sie vertreten nicht die zwingende Impfe. Also, ich habe noch ein ganz kleines Thema, vielleicht interessiert das ja fast niemanden. Es geht um die Masken. In der Zwischenzeit haben wir durch die Schweiz fast einen Maskengraben. Das Maskenthema bewegt die Menschen sehr. Auch ich habe zurzeit das Gefühl, ich würde, glaube ich, ohne Maske nicht merken, dass Corona herrscht. Das Thema wird sehr kontrovers diskutiert. Nein, bitte. Klar, ich muss ja auch ein bisschen Spaß haben da vorne, weil das ist sonst ein ziemlich harter Job. Ich bin da so reingekommen wie die Jungfrau zum Christkind oder zum Jesuskind. Und meine Frau hat mir gesagt, sie wisse nicht genau, ob es sich jetzt um einen Mundschutz oder um einen Maulkorb handelt. Also ich hoffe, das gilt ja ihr. Wie weitreichend dürfen denn Maßnahmen sein, dass sie noch gerechtfertigt sind? Es geht auch um Nebenwirkungen und die Verhältnismäßigkeit. Ich stelle jetzt eine Frage an den Juristen bezüglich Maskenpflicht für Jugendliche. Ist das rein juristisch vertretbar? Ja. Also, grüezi miteinander. Vor 23 Jahren habe ich in Bern das Anwaltspatent gemacht und wichtiger Bestandteil war das Staatsrecht, Bundesverfassung, und ich bin seit 17 Jahren im öffentlichen Recht tätig. Steuerrecht, das ist Eingriffsverwaltung, und dort wendet man täglich sehr wichtige Grundsätze an, die hier auch relevant sind, nämlich unter anderem das Verhältnismäßigkeitsprinzip und das rechtliche Gehör, die Garantie auch auf einen unabhängigen Richter. Das möchte ich kurz vorausgeschickt haben. Die Frage nach Maskenpflicht Kindern, sehr spezifisch, muss ich sagen. Ich möchte gerne bezüglich Wirksamkeit der Masken die Antwort den Fachleuten überlassen. Aber in Bezug auf Kinder, soweit sie unter 16 Jahre sind, müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass Kinder einen besonderen Schutz haben in der Bundesverfassung.
es steht ziemlich explizit dort drin, dass Kinder einen besonderen Schutz genießen. Und dann gibt es darüber hinaus auch noch eine Kinderrechtskonvention der UNO. Und dort wird explizit, ich glaube Artikel 2 oder 3, ich habe es hier, wird gesagt, dass bei Einschränkungen, die der Staat vornimmt, auf das Wohl des Kindes ganz besonders Rücksicht genommen werden darf. Es hat immer Vorrang, heißt es dort. Ja, ich schaue gegenüber dir. Ja, ich habe es gerade nicht auswendig im Kopf. Wenn kurz... Das wurde 1997 ratifiziert. Ja, also ich darf es kurz vorlesen. UNO-Kinderrechtskonvention Artikel 2. Wann immer Entscheidungen getroffen werden, die sich auf Kinder auswirken können, hat das Wohl des Kindes Vorrang. Dies gilt in der Familie genauso wie für staatliches Handeln. Danke vielmals. Ja. Also, diese Masken, die Kinder müssen eigentlich nicht geschützt werden durch die Masken. Sie tragen Masken zum Schutze von bestimmt besonders gefährdeten Personen. Also es ist nicht für sie. Deshalb habe ich diese Frage gestellt. Darf ich da kurz was einwerfen? Das ist sehr interessant. Die WHO hat bis heute das Statement, dass sie nicht belegen kann, ob asymptomatische positiv Getestete überhaupt übertragen können. Deswegen wäre meine Frage in der Hinsicht, wie kann man denn überhaupt, sage ich mal, in diesem Sinn eine pauschale Maskenpflicht oder eine Gruppe von Menschen pauschal mit Masken belegen, wenn man noch nicht mal mehr selber als derjenige, der diese Empfehlung an der Regierung ausspricht und die natürlich dann da umgesetzt wird, eine Grundlage für diese Maßnahme erbringen kann. Denn das ist offizieller Stand der WHO. Sie wissen nicht, ob asymptomatische Personen überhaupt infektiös sind. Ja, das ist okay. Stand heute. Ja, gut. Also, wir haben jetzt nun die letzte halbe Stunde. Gehen wir zum nächsten zwei letzten Themen. Welche Auswirkungen haben die Maßnahmen auf die Gesellschaft? Und welche Grundrechte wollen die Menschen in der Schweiz garantieren? Sie sind jetzt ein bisschen erlöst von diesem Stress, den Sie jetzt haben. Ich möchte etwas vorlesen. Ein Psychiatrieprofessor sagte, Corona hat die Gesellschaft gespalten. Das Volk ist traumatisiert in einer Art Volkstrauma. Es gibt in den USA 12-mal mehr Selbstmorde. Angst macht kopflos, vernebelt das Gehirn, führt zu Wut, Irritation, Unsicherheit, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Depression. Letztlich fragen wir uns, wie kommen wir da wieder raus? Arbeitslosigkeit steht an, neue Armut entsteht. Ich habe dann gefunden, wer die Menschen in die Armut treibt, nimmt ihnen die Würde. Armut, hat Mahatma Gandhi mal gesagt, Armut ist die schlimmste Form von Gewalt. Ich wuchs sehr, sehr einfach auf. Und ich hatte aber nicht das Gefühl, ich sei in wirklicher Armut gewesen. Aber als ich in Indien, in Nordindien, in Bhutan gearbeitet habe, habe ich das dann doch wirklich erfahren. Ich glaube, ich weiß, wovon ich rede. Deshalb die Frage zu den Themen Grundrechte und Rechtsstaat. Viele Menschen haben ja Angst, dass der Ausnahmezustand zu einer Art neuem Normalzustand wird. Und nun zum wichtigsten Thema letztlich, zur Menschenwürde. Artikel 7 der Bundesverfassung. Das ist die oberste Maxime des Staates. Ebenso Artikel 36, wo die Verhältnismäßigkeit erwähnt ist und zwingend einzuhalten ist. Die Politiker, und ich habe großen Respekt vor den Politikern, welche Aufgaben sie wahrnehmen müssen, sie sind immer eingepeilt zwischen verschiedenen Interessen. Das muss man aushalten können. Aber meine Frage, ist das, was haben Sie das Gefühl, ist das, was gemacht wurde, noch verfassungskonform? Schließlich, Sie haben mal einen Eid abgelegt. Im Eid, ich weiß jetzt nicht, ob es einen Eid oder ein Gelübde ist, ich erinnere einfach, ich zitiere, der Eid heißt, ich schwöre vor Gott, dem Allmächtigen, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu erfüllen.
Wie stellen Sie sicher, dass die Zukunft, die Grundrechte, dass in Zukunft die Grundrechte eingehalten werden? Vielleicht können wir uns über dieses natürlich unglaublich große, hochkarätige Thema einfach mal austauschen und Ihre Meinung dazu. Wer möchte etwas sagen dazu? Sehr gerne. Bitte, Herr Tannenwiesing, wäre gerne. Guten Abend miteinander. Es ist schwierig, wenn wir hier ein Weiß-Schwarz-Denken haben. Das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig. Ich bin Unternehmer und habe die Maßnahmen, die von uns gefordert wurden, nicht alle als gut empfunden. Die Wirtschaft hat weltweit ganz stark gelitten. Und das werden wir noch Jahrzehnte, werden wir das noch spüren. Wir müssen schauen, dass wir wieder zu einer Normalität kommen. Wir hatten jetzt für einige Wochen Notrecht. Das kann der Bundesrat aussprechen. Der Bundesrat hat in der Anfangsphase meines Erachtens gut reagiert. Wenn der Bundesrat nichts gemacht hätte, das wäre Selbstmord gewesen. Das wäre Selbstmord gewesen, das wäre nicht gegangen, hätte nicht funktioniert. Wir müssen aber jetzt schauen, dass wir wieder zu einer Normalität kommen. Ich bin zuversichtlich. Wir kennen jetzt das Problem. Den Virus kennen wir nicht. Und gerade wir Politiker, wir sind keine Spezialisten. Wir müssen auch auf eben Spezialisten hören. Aber da hört man natürlich auch zwei Seiten. Es ist wichtig, dass die Wirtschaft jetzt wieder Fuß fasst. Und daher muss eine Normalität jetzt wieder herbeigeführt werden. Wir müssen die einfachen Maßnahmen müssen wir durchsetzen. Das ist die Hygiene, das sind die Abstände, allenfalls Masken. Allenfalls Masken dort, wo es notwendig ist. Wie gesagt, ich bin kein Spezialist, aber bitte. Das ist unfair, was hier geboten wird. Ja, das geht nicht im Moment. Wir stehen hier nicht auf der Anklagebank. Bitte, sonst muss ich unterbrechen. Nein, Sie, bitte, sonst muss ich unterbrechen, was aber ein interessantes... Ich höre gerade auf. Wenn zwei Personen im Zug vis-à-vis sitzen, meines Erachtens ist das dann möglich, dass man den Virus weitergibt. Und dann kann man doch dort eine Maske tragen. Das kostet nichts, behindert die Wirtschaft nichts. Auf welcher Grundlage basieren Sie das denn? Wenn Sie diese, wenn man das als Regierender mitträgt, dann muss man doch eine Grundlage haben, auf die man das stützt. Und ich denke, Die Grundlage ist die, dass wir unsere Bürgerinnen und Bürger schützen wollen, dass wir ja, das ist klar. Wenn es wieder einen Stillstand gibt in der Wirtschaft, dann haben wir verloren. Ja, aber der Stillstand wird ja von der Exekutive herbeigeführt. Das heißt, wenn ich sage, wir brauchen einen Stillstand, weil wir müssen isolieren, wir müssen Masken tragen, wir müssen Abstand halten, dann muss ich dafür eine wissenschaftliche Grundlage haben. Die WHO sagt selbst, dass sie nicht weiß, ob überhaupt symptomlose Menschen überhaupt Überträger sein können. Herr Professor Tannen, das ist Stand heute so. Ich habe gerade mit dem Statement gestern noch gehört. Jetzt muss ich Sie unterbrechen, es tut mir leid. Also jetzt, wir sprechen hier. Also, noch eine Bitte, seien Sie fair. Auch mit uns. Ja. Also etwas ganz Spezielles ist natürlich, was er gesagt hat. Er hätte Informationen von den Wissenschaftlern und irgendwie muss er ja darauf bauen können. Mir fällt einfach auf, hier gibt es eine Schnittstelle, wo eine Zwischeninformation fehlt oder eine Zwischeninstanz. Es kann nicht sein, dass die Wissenschaftler mehr oder weniger schon bestimmen, was nachher passiert. Ich würde anregen und ich frage dann die Politiker, ob sie so etwas sinnvoll fänden, wie im Sinne eines Ethikrates. Es muss doch jemand dazwischen geschaltet werden. Wenn Wissenschaftler kommen und uns bereits Empfehlungen abgeben, wie wir uns demzufolge verhalten müssten, das dürfen sie.
aber dann muss die Verhältnismäßigkeit, die Nebenwirkungen und so weiter, die Kosten, all das muss doch irgendein Gremium überprüfen und dann erst werden die Exekutivmitglieder entscheiden. Bitte? Also man müsste vielleicht zuallererst einmal das Schweizer System erklären, damit die Leute wissen, dass wir ja nicht die Exekutive sind, sondern wir sind eigentlich der Gesetzgeber. Das muss man natürlich schon beachten. Also aber entscheidend tut die Exekutive, das meinte ich und nicht. Wer meinen Seitenblick gelesen hat in der RR-Revue, dort war meine Frage, wo ist die Wissenschaft? Fragezeichen. Und ich stelle fest, und das ist so, ich stelle fest, dass diese Schnittstelle, die Sie angetönt haben oder die sie auch berufen haben, dass die so nicht funktioniert hat. Das sehe ich auch so. Und ich frage die Wissenschaftler auf dieser Seite, warum sie sich nicht gut eingebracht haben. Ist das ein System? Ja. Nein. Hier muss man fragen, ist es ein Systemfehler? Ehrlich, man muss fragen, ist es ein Systemfehler? Und wenn es ein Systemfehler ist... Stopp. Jetzt mal ganz cut. Und, ja. Jetzt möchte ich euch bitte sagen, ihr seid jetzt, wenn ihr ruhiger seid... dann können die am Podium viel besser miteinander austauschen. Um das geht es jetzt. Nachher seid ihr dran. Aber bevor ihr dran seid, bitte ganz ruhig, möglichst wenig Applaus und schon gar kein Buh oder sonst was, sondern einfach lasst sie bitte jetzt sprechen. Es kommt uns allen zugute. Ganz herzlichen Dank, Herr Jauslin. Ja, und hier fragt sich, wie der ganze Prozess schlussendlich abläuft. Und da muss ich Ihnen schon sagen, meine Damen und Herren, und da nehme ich mich ernst, ich bin übrigens auch Unternehmer, ich bin auch die Seele der Gesellschaft, vielleicht nicht derselben Gesellschaft wie Sie, ich habe vielleicht einen anderen Teil zu vertreten, das mache ich auch ehrlich. Meine Firma ist nicht in Zug, sondern ist normal im Aargau. Ich konnte mir das nicht leisten, Herr Eckert, das ist vielleicht ein anderer Fall. Und ich frage... Und ich frage hier auch in der Politik, in der Geschäftsprüfungskommission, die ich angehöre, haben wir den Prozess richtig im Griff gehabt? Das ist eine Frage, die wir uns stellen, die wir uns seit einigen Wochen in jeder Kommission immer wieder stellen. Die Fachleute und auch die Exekutive muss antraben, muss darstellen, warum sie zu diesem Schluss gekommen sind. Und das arbeiten wir auf, meine Damen und Herren. Es ist nicht so, dass wir nichts machen. Das stimmt überhaupt nicht, sondern wir arbeiten die Problematik auf. Und was Sie angetönt haben oder was angetönt worden ist von der Presse, es hat ja einige Medien, Leute hier, das können wir nicht beeinflussen. Die Presse braucht Geschichten und diese Geschichten aufbearbeitet, das ist die Presse. Wie sie es aber entgegennehmen, wir als Bevölkerung, Sie als Bürgerinnen und Bürger von diesem Land, da sind Sie selbstständig und da müssen Sie selbstständig handeln. Sie zeigen mit Ihrer Teilnahme heute, dass Sie vielleicht ein anderes Gedankengut haben, weder XY, aber das ist das Recht und auch die Pflicht in unserem Land, dass wir das so vertreten dürfen. Ich danke Ihnen vielmals. Ich werde nun ein ganz kleines letztes Thema antönen, das mich selber sehr betroffen hat. Warum war es so still bei den Parlamentariern, als die über 65er, das geht immerhin um 1,6 Millionen Leute und um über gut 20% der Schweizer Bevölkerung, alle pauschal als besonders Gefährdete, Vorbelastete, sprich eigentlich Kranke, stigmatisiert und monatelang isoliert wurden? Weshalb nahm man das einfach so hin? Es war bald klar, dass hier viele einzig aus Altersgründen diskriminiert wurden. Die Infektionszahlen, ich meine der BAG-Bericht Seite 4 und 10, das geht hier um die Inzidenz, zeigen, dass die 20- bis 79-Jährigen ausgeglichen betroffen sind. Es gibt keine, aus meiner Sicht nur, sinnvolle Begründung dafür, dass das BAG uns immer noch pauschal als besonders Gefährdete bezeichnet. Und jetzt kommt die Angst, um dann im neuen Notfall uns gleich wieder gesamthaft quasi einsperren zu können. Nämlich, und jetzt kommt noch etwas dazu, ETH-Wissenschaftler, das habe ich gestern gelesen in der Zeitung, fanden Neuestes heraus, dass 60% der Alten sich nicht strikt an die Verordnung gehalten haben. Sogar Enkelkinder besucht haben. Und hatte das messbare Auswirkungen?
Eben. Und schon überlegen sich diese Wissenschaftler, wie die Alten noch besser umerzogen werden könnten. Das ist doch nicht deren Aufgabe. Wenn schon, dann ist es eine gesamtschweizerische. Einfach über das möchte ich noch kurz sprechen, bevor wir das Plenum öffnen. Wer kann dazu Stellung beziehen? Es war einfach so still und niemand hat irgendwie für die über 65-Jährigen Partei ergriffen. Hat das niemand gemerkt? Ich weiß nicht, in welchem Film Sie sind. Wir haben das diskutiert, kontrovers, heftig in der Parteileitung. Und warum kam... Und wir haben das übrigens dasselbe gemacht, was wir immer machen. Es bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Übrigens, was machen wir, um die Grundwerte sicherzustellen in unserer Demokratie? Wir hören den Menschen zu, allen. Es bleibt uns nichts anderes übrig. Deshalb sind wir hier. Wir stellen uns diesen Fragen. Das Problem bei diesem Podium ist, dass es falsch zusammengesetzt ist, weil da gibt es noch ganz viele, die anderer Meinung sind als Sie, oder? Unter den sogenannten Experten. Wir hatten ganz viele Briefe bekommen von Impfgegnern. Ich habe die gelesen, ich habe die Links angeklickt und dann habe ich überprüft, was sagen die anderen dazu. Und das widerspricht sich massiv. Ich bekam einen Brief von Ja, das ist klar. Sie haben also wirklich schon unglaublich viel geredet. Ich weiß. Ich weiß nicht zum Beispiel, warum Herr Eckert immer das Wort ergreifen darf. Das weiß ich nicht, ohne dass Sie ihm es zuteilen. Aber wenn ich es schon mal habe, dann spreche ich jetzt. Okay. Weil Sie uns latent unterstellen, dass wir die Sorgen der Menschen nicht ernst nehmen, auch derjenigen nicht, die kritisch sind gegenüber dieser Corona-Pandemie. Und das ist eine falsche Unterstellung. Die ist nicht wahr. Die ist nicht wahr, sondern es bleibt uns, da wir nicht Fachleute sind, nichts anderes übrig, als die Argumente zu prüfen, abzuwägen und beide Seiten anzuhören. Und dann muss ich Sie fragen, wem soll ich vertrauen? Soll ich Herr Marcel Tanner vertrauen? Ich kenne ihn, weil ich seine Arbeit in Afrika mal anschauen durfte und ich bin unglaublich beeindruckt. Marcel Tanner, und ich finde das schäbig, wie Sie ihn vorgestellt haben, Mitglied der Taskforce, das ist einer der höchst dekorierten Wissenschaftler, die Schweiz überhaupt kennt. Er berät, doch, es ist so. Ich habe es gesehen in Tansania. Er arbeitet Tag und Nacht. Er opfert seine Zeit, um Menschen vom Leiden zu befreien. Hunderttausenden Menschen hat er das Leben gerettet, indem er Regierungen beraten hat, damit sie systematisch besser Krankheiten und Leid vermindern können. Und ich bin stolz, dass ein Mensch wie er, der weiß Gott genug zu tun hat, diese Taskforce leitet und noch mehr Arbeit aufwendet. Nein, er ist kein Lakai, in keiner Art und Weise, hat sich nie und nimmer irgendwie in den Dienst anderer gestellt. Dann habe ich gegenüber einen Herrn Eckert, oder? Er wurde reich mit dem Marketing von Mobilfunkverträgen und die zwei gegenüber, wem soll ich jetzt glauben? Bitte, danke vielmals. Und ich möchte mich sehr bei Ihnen entschuldigen, falls ich Sie verletzt habe. Das tut mir leid. Ich möchte jetzt abschließen diese Podiumsdiskussion und ich gebe das Mikrofon. Als Jurist, Verhältnismäßigkeit. Ganz kurz. Das ist dann wirklich das Letzte über die Verhältnismäßigkeit und dann muss abgeschlossen werden. Es ist nicht ausreichend, nur zu wissen, dass es das verhältnismäßig. Entschuldigung. Also, es ist nicht ausreichend zu wissen, dass es das Verhältnismäßigkeitsprinzip gibt bei Grundrechtseinschränkungen. Man muss auf der Seite der Regierung und der Nationalräte, der Legislative auch verstehen, dass die Beweislast dafür, dass man es machen muss, dass man so vielen Menschen diese Einschränkungen aufzwingen muss,
das muss man beweisen können, dass man tatsächlich keine andere Wahl hat, als es zu tun. Und Herr Professor Tanner, Sie haben immer nur von Übertragung und Infektiosität gesprochen. Das ist mit dem Hintergrund der WHO-Definition der Pandemie. Für die ist nur entscheidend, wie schnell springt ein Virus von einem zum nächsten Menschen. Aber nach unserem Epidemiengesetz ist auch entscheidend, wie tatsächlich erheblich ist die Bedrohung für die öffentliche Gesundheit. Und damit ist nicht nur gemeint, kann es sein, dass jemand stirbt, sondern wie viele Menschen insgesamt sind tatsächlich im Gesamten wirklich schwer betroffen. Und dafür ist der Bundesrat beweisbelastet. Er muss jetzt nach langsam 8 Monaten Phänomen Covid-19, respektive 5 Monate nach Lockdown, muss der Bundesrat mit seinen Experten die Zahlen auf den Tisch legen, damit wir alle verstehen, dass es wirklich gefährlich ist. Und das können wir nicht sehen. Was wir sehen ist, dass ca. 22.000 Menschen jetzt in der Quarantäne sind, einfach aufgrund von einem Test, einfach so. Und wir wissen von Swissmedic, da steht auf der Homepage, wie vorhin schon thematisiert, dass dieser Test keinen Rückschluss auf das Vorhandensein eines infektiösen Erregers zulässt. Da sind ganz viele Fragen. Ich will nicht sagen, Ihr Test stimmt nicht, aber ich möchte Ihnen verständlich machen, dass die Beweislast ganz, ganz stark jetzt nach 8 Monaten Covid-19 auf der Seite der Regierung ist, dass es kein anderes Mittel gibt als so. Bitte. Also, okay. Danke vielmals für Ihren Applaus. Für irgendwo, bitte sehr, also ich will jetzt, auf Grundrecht zurückkommen. Ja. Und weil wir ja vorhin gesagt haben, wir sind in der Schweiz und weder in Italien noch in Deutschland, rede ich jetzt Mundart. Weil im Kanton Aargau ist nämlich Mundart obligatorisch im Kindergarten. Zu den Grundrechten. Wir sind hier in Aarau und da haben wir einen prominenten Ständerat gehabt, den Hans Letsch, der immer Freiheit und Verantwortung zusammen propagiert hat. Sie tun nämlich nicht Grundrecht verteidigen, sondern sie tun einfach eine unbegrenzte individuelle Freiheit für die Spassgesellschaft propagieren. Freiheit geht immer ein mit der Verantwortung. Und wir haben alle eine Verantwortung in unserer Demokratie, weil wir sind in einer Eidgenossenschaft. Eine Eidgenossenschaft bedingt, dass jeder seine Verantwortung trägt für das System und Solidarität auch über den Schwachen bringt. Wenn man unser System vergleicht mit Schweden, wo sie wahrscheinlich auch so werden loben, wo man sieht, wie dramatisch es wirtschaftlich auch ist. Schweden hat schon Anfang April sämtliche Grossanlässe abgesagt gehabt. Das weiss ich, weil ich auch einen wählen. Sie haben einfach Altersheim sind ausgestorben. Da kann man wählen, da kann man zulassen, da kann man wählen. Sie können vielleicht sagen, wir haben damit dann sogar noch die Altersvorsorge einigermaßen saniert. Aber das wollen wir nicht. Wir haben eben genau den Respekt vor den Menschen und vor der Menschenwürde. Und sie verwechseln irgendwie da etwas, vor allem wenn sie dann noch die Armut in Indien und den Gandhi zitieren. Ist es total zynisch, gegenüber der Armut in Indien unsere Verhältnisse während der Corona-Zeit herzuziehen. In der Schweiz haben wir nie eine Ausgangssperre gehabt. Und auch ältere Leute, ich meine, über die 65, da habe ich mir auch, da hat man wirklich Diskussionen geführt, weil es geht um den Schutz, haben die Leute, die eine Erkrankung haben, Vorerkrankung haben, die anfälliger sind auf das Virus. Und das ist eigentlich unabhängig vom Alter. Aber die alten Leute haben immer können voraus spazieren, haben können laufen. Können Sie nicht so blöd lachen, wenn Sie noch nicht gemacht haben, sind Sie ja selber schuld. Ich habe im Wald nie. Okay. Nein, jetzt müssen wir müssen jetzt... Also, bitte lassen Sie sie also ausreden, bitte. Wir haben nie, zu anderen Ländern haben wir nie eine Ausgangssperre gehabt. Und der Bundesrat hat die Massnahmen gestützt auf Verordnung und auf das Epidemiegesetz. Und er hat Verhältnismäßigkeit bei diesen Massnahmen immer gewahrt. Ich meine, wir werden bombardiert auch von anderen Mails, die sagen, der Bundesrat hat viel zu wenig härter gegriffen, zu spät und jetzt zu früh gelockert. Also wir sind immer in diesem Spannungsfeld. Massnahmen vom Bundesrat laufen nach einem halben Jahr aus.
Darum wird der Bundesrat gewisse ein neues Covid-Gesetz vorlegen, das wir in der Herbstsession werden behandeln, in 2 Wochen in der Kommission. Und da können wir auch viele, wir müssen das ablehnen. Wissen Sie, um was es da geht? Da geht es zum Beispiel um Weiterführung von der Kurzarbeitsentschädigung. Da geht es um Corona-Entschädigung für Leute, die brutal getroffen sind, die nicht arbeiten können in der jetzigen Krise, vor allem in der Unterhaltungsindustrie. Und wenn Sie das ablehnen, dann haben die gar nichts mehr. Wenn Sie kommen, dass eine Impfpflicht wird eingeführt, ist das völlig ein Unsinn. Das steht gar nicht in dem Gesetz von Impfpflicht, sondern die Impfpflichtmöglichkeit steht im Epidemiengesetz. Da haben Sie das Referendum ergriffen, dagegen gekämpft und verloren. Und im jetzigen Covid-Gesetz steht überhaupt nichts von einer Impfpflicht drin. Und das wird eigentlich auch so kolportiert. Also man muss jetzt einfach wirklich mal ein bisschen auf den Boden kommen, wie die Grundrechte eingeschränkt worden sind. Das ist verhältnismäßig. Das ist verhältnismäßig, wenn Sie das vergleichen. Bitte sehr, wir müssen ja gerade noch abbrechen. Wir sind, der Bundesrat hat verhältnismäßige Massnahmen getroffen. In unserem demokratischen System laufen die Notverordnungen aus nach einem halben Jahr und jetzt wird das Parlament am Zug sein. Und dort, wo es nötig ist, wo es Unterstützung beispielsweise noch braucht, wo es auch Massnahmen an der Grenze braucht, also man dort Grundlagen dazu schafft. Okay, danke vielmals. Danke, gut. Muss darauf antworten. Frau Studer, möchten Sie noch etwas sagen gerade, oder wenn wir... Wenn Sie sich in die Höhle des Löwen noch wagen? Also, wir sind uns das gewöhnt. Wir sind gewählt, unterschiedliche Meinungen anzuhören. Und wegen dem sind wir auch da. Und Sie sind ein Teil von der Bevölkerung. Die Bevölkerung, die wir vorhin von Beat Jans gehört haben, besteht aber aus x mehr Leuten. Und wir bekommen jenste Mails, wir haben jenste Begegnungen. Ich auch in meinem Freundes- und Bekannteskreis habe mich sehr mit dem Thema auseinandergesetzt und austauscht. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen und Haltungen. Einfach so ein bisschen als Vorbemerkung. Mir ist, wo damals die Situation näher auf uns zukommen ist. Ich mag mich noch erinnern, als ich die ersten Bilder im Fernsehen gesehen habe bezüglich China. Habe ich natürlich schon gedacht, ja, das ist weit weg. Und mir auch so Gedanken gemacht und denke, wenn dann das in die Schweiz kommt. Und niemals gehofft, dass es so weit kommt. Und es ist innen kürzest, ist es doch sehr nah zu uns gekommen. Es ist in Italien gelandet. Und ich mag mich erinnern, dort in den ersten 2 Sessionswochen, die wir hatten, ich, so vielleicht als Aargauerin, ja, habe das jetzt vielleicht noch nicht ganz so besonders gefunden. Ich dachte, okay, das ist noch weit weg. Aber ich habe es gemerkt bei den Tessiner und bei den Walliser, einfach die viel näher an der Grenze waren, dass da ein Respekt war und da eine Angst war. Und dann hat man auch verhandeln, auch vonseiten Bundesrat. Und dort haben wir als verschiedenste Parteien haben wir auch die Medienmitteilung herausgelassen, dass wir in dieser Zeit dahinter dem Bundesrat stehen. Das ist einfach so ein bisschen als Vorgeschichte und um ein bisschen aufzuzeigen, es ist alles sehr schnell auf uns zugekommen. Wir haben alle nicht gewusst, damals, was auf uns wird zukommen. Und wir sind jetzt schon einen riesen Schritt weiter und können jetzt anfangen zu evaluieren, ob jetzt die Massnahmen richtig sind oder nicht. Aber es ist immer noch so viel, das wissen wir immer noch nicht. Und in einem gewissen Teil haben Sie recht. In einem gewissen Teil sage ich, ich habe auch niemanden um mich herum, der gestorben ist oder der vielleicht gross betroffen war. Die mir am nächsten waren, die betroffen waren, war der Regierungsrat und die Taskforce vom Aargau, die in der Kürze zusammen angestellt haben. Nicht Jean-Pierre Galati zum Beispiel nicht, aber einige, die mir nahe waren. Aber sonst, also in Bekannten und Verwandtschaft, ich weiss selber nicht, ob ich es hatte. Es kann möglich sein, dass ich es hatte, weil ich bin einmal in dieser Zeit recht krank im Bett gelegen. Ich weiss, damals hat man auch keine Tests gemacht. Aber sonst, in meinem Bekannteskreis, war es nicht wirklich präsent gewesen. Aber wir haben es damals nicht gewusst und wir wissen auch jetzt noch nicht, was auf uns zukommt. Eben, wenn ich das Beispiel mit dem Regierungsrat gebracht habe und der Taskforce und dem Polizeikommandant, das ist in der Kürzeste sind die angesteckt gewesen. Es ist nicht so, dass alle fest betroffen waren, aber es hat auch Leute gegeben,
im Regierungsrat oder der Mediensprecher, der im Spital war. Und wenn man auch mit unseren Kollegen vom Tessin oder vom Wallis redet, dann hört man auch andere Aussagen. Die kennt auch fast jeder jemanden, der gestorben ist oder der krank war. Okay. Das ist ein Unterschied zwischen uns und denen. Aber wir sind in dieser Situation. Und ich finde, der Bundesrat hat in dieser Situation damals richtig gehandelt. Und jetzt müssen wir schauen, wie wir weiterhin mit diesen Massnahmen umgehen und mit dieser Situation. Ich danke vielmals. Ihr darf eine Minute Maximum. Nur, dass ich nicht falsch verstanden werde. Es auf Deutsch. Es sagt niemand, im März hätte der Bundesrat das oder jenes machen können, weil niemand von uns hat genau die Informationen gehabt. Wenn ich von Beweislast spreche, dann sage ich, die Situation hat sich entwickelt. Man hat jetzt mehr empirische Erfahrung. Man hat unglaublich viele Menschen gesehen, untersuchen können. Und was ich sage, ist, zum heutigen Zeitpunkt muss die Taskforce, muss der Bundesrat den Menschen viel besser darlegen können, warum es immer noch wirklich zwingend erforderlich ist, dass man all diese Einschränkungen hat, wo jemand von heute auf morgen in die Quarantäne muss und mit allen weiteren Einschränkungen rechnen muss. Okay, darum danke. Geht es und das verstehen wir zu wenig. So. Ich übergebe nun das Mikrofon wieder an Peris. Die Diskussion ist eröffnet somit. Okay, danke vielmals. Du hilfst mir, gell, Urs? Wenn das so ein bisschen... okay, also jetzt seid ihr dran, aber es gibt eine Voraussetzung. Ich will keine Buhrufe und auch eigentlich wirklich ein ruhiges Verhalten, respektvolles von euch, weil sie sind es auch, gell? Okay, also wir eröffnen jetzt das Podium für euch. Ihr dürft Fragen stellen, auch Voten geben. Ich bin euch dankbar, wenn ihr mir genau sagt, an ihn oder sie habt ihr diese Frage. Und kurz, und auch die Antworten nur kurz. Zuerst möchte ich noch den Roger Bittel. Kannst du bitte hervorkommen? Er hat in dieser Zeit, wo es für uns alle auch schwierig war, hat er der Bevölkerung eine Stimme gegeben mit seinem Kanal Bittel TV. Ganz herzlichen Dank für dein Engagement. Ja, ganz kurz. Ich bin aus dem Wallis und ich kenne die Situation im Wallis auch. Also so schlimm ist sie da nicht gewesen, wie es man gehört hat, was auch das andere ist. Ich wollte nur sagen, es ist schade, dass ich als Anti-Journalist sowas aufbauen muss, weil die Medien meiner Meinung nach Panik und Angst verbreitet haben. Und ich möchte auch sagen, großen Respekt von allen diesen Menschen, die da sind. Es ist nicht einfach, weil ihr seht, wie die Stimmung ist. Aber ich finde es gut, dass ihr da seid. Aber was ich gerne sagen möchte, es ist noch x Monaten, ist jetzt für mich, glaube ich, das erste Mal diesen Diskurs. Und das ist das, was ich kritisiere, dass sowas nicht früher stattgefunden hat. In dem Sinne, ich gebe euch die Stimme, geht auf Bittel TV, ich bin gerne für euch da. Nimmst du sie noch führen? Ja, okay. Du auch noch führen. Ja, grüezi miteinander. Ich habe eigentlich eine ganz einfache Frage. In den letzten 2-3 Monaten hat die Sterblichkeit... Bitte Hochdeutsch sprechen. In den letzten 2-3 Monaten hat die Sterblichkeit offensichtlich abgenommen. Es wird niemand darüber berichtet. Und die Maßnahmen werden jetzt quasi im Namen einer zweiten Welle, werden jetzt die Maßnahmen wieder angekündigt, dass es schwieriger werden wird. Ja. Haben jetzt die Sterblichkeitszahlen abgenommen oder ist das nur eine Illusion? Man muss doch jetzt quasi wieder öffnen und nicht wieder eine zweite Welle oder einen zweiten Lockdown ankündigen, ja, wenn man doch die Zahlen nicht hat. Genau. Ist die Frage an Herrn Tanner oder an wen? Okay. An Herrn Tanner. Das ist ganz einfach zu antworten. Die Sterblichkeit hat abgenommen, das ist richtig. Und noch einmal ganz kurz, aus der Seite der Taskforce, wir legen das dem Bundesrat vor, dem Krisenstab. Wir entscheiden nicht. Und Sie finden all, und das ist öffentlich, all unsere Publikationen auf der Webseite. Und wir
dokumentieren das. Und wir haben nie von zweiter Welle gesprochen. Gerade in vielen Interviews habe ich immer gesagt, es geht um diese lokalen Stellen, denn wir wollen alle, wegen der sozialen Folgen, die eben dann die Wirtschaft trägt, wollen wir keine Lockdown-Situation. Danke vielmals, Herr Tanner. Du, Urs, bitte zu ihm. Nein, sie ist noch ein bisschen höher. Und der Punkt ist, dass jetzt der Shift stattgefunden hat, dass mehr Infizierte und Symptomatische sind jüngere Menschen. Auch das ist dargestellt. Und da gebe ich recht, die Presse in der Kommunikation, da müssen wir uns genauso wehren, wie Sie sich wehren, dass eben nicht Falsches reflektiert wird. Danke vielmals. Also mein Eindruck ist eigentlich, wir haben gar keine Corona-Krise. Wir haben eine Massenpsychose. Das ist das eigentliche Problem. Ich möchte es ein Bild zeigen. Es sind ja, glaube ich, 1600 Leute gestorben. Wie viele Einwohner hat die Schweiz? 7, 8 Milliarden. Es kommt nicht so drauf an, ob eine Null mehr oder weniger ist. Ich stelle mir vor, ich gehe nach Zürich und ich stelle mir vor, jeder, der gestorben ist an Corona, leuchtet rot. Ich sage, ich kann am Samstag durch Zürich laufen, 3/4 Stunde, bis ich eine einzige Person finde, die gestorben ist an Corona. Es kommt fast nicht vor. Aber ich beobachte auch im menschlichen Bereich, in der eigenen Familie, die Leute haben Panik, sie haben Entsetzen, also sie sind persönlich vom Tod bedroht, so empfinden sie das. Das heißt, der Coronavirus existiert beinahe nicht. Danke vielmals. Aber eure Angst existiert. Wer kommt? Also kann ich etwas also, wir machen so nachher. Einfach etwas sagen. Ja gut, okay. Frau Humbel hat es angetönt, wir haben die 40% Nein-Stimmen haben wir erreicht. Wir haben etwas damit aber erreicht, und zwar, dass aus dem Gesetz, aus der Botschaft, nicht in die Verordnung eingeführt wurde, dass mit körperlichem Zwang Impfungen durchgeführt wird. In der zweiten Covid-19-Fassung stimmt, ist das Impfobligatorium nicht mehr drin. Warum war es überhaupt in der ersten drin, wenn man das überhaupt nicht wollte? Das heißt, es braucht einen Druck aus dem Volk. Und wir unterliegen hier einer ganz großen Problematik, und das geht jetzt wieder auf das Impfen hinaus irgendwann. Wenn ein Erreger die alleinige Ursache wäre für eine Erkrankung, dann wäre die Menschheit schon lange ausgestorben. Denn es gibt noch keine Impfungen seit tausenden von Jahren, aber es gibt schon viele, viele tausend Jahre die Menschen. Und es braucht eine gesunde Durchseuchung, und die wurde uns verhindert, und das wird eine Retourkutsche werden unter Umständen, die gravierender sein könnte als die andere. Und deshalb müssen wir schauen, dass wir so gut wie möglich gesund bleiben in diesem Herbst. Und das wünsche ich Ihnen allen, die hier sind. Suchen Sie Ihre Gesundheit, machen Sie die, denn Krankheiten haben wir genug. Wir brauchen ein Gesundheitswesen und sollten weg von diesem kranken Krankheitswesen. Danke. Ich habe eine Frage an Thomas Burgher. Als Politiker hier anwesend, nachdem Jean-Pierre Galati bereits wieder hat gehen müssen. Wir haben etwas mehr als 1600, nämlich 1716 Tote, die in Verbindung gesetzt werden mit dem Coronavirus. Und 2015 hatten, und das sind die Toten der Corona-Welle 2020. Das ist die harte Währung, die Toten. 2015 hatten wir eine mittelschwere Grippewelle, und da hatten wir in der Schweiz, das sagt der Bund, 2500 Grippetote. Das sind 150% mehr, das sind 150% von den heutigen sogenannten Corona-Toten. Ich möchte wissen, Herr Burgher, was raten Sie der Politik, was raten Sie dem Bundesrat? Soll er bei der nächsten Grippewelle einen Lockdown beschließen? Soll er eine Maskenpflicht verordnen, etc., etc.? Was empfehlen Sie hier? Ich habe es vorhin schon gesagt, wir müssen zur Normalität zurück. Einfache Mittel, die uns schützen können, das sollen wir doch machen, das behindert uns nicht. Mein Sohn Mario, der ist 25.
der hatte das Virus, der konnte nicht mehr laufen, der muss ins Spital, dem ging es schlecht. Vorhin dachte ich fast ähnlich wie Sie. Zum Teil gehe ich mit einigen Argumenten. Aber wenn man eben in der Familie jemand hat, der betroffen war, ernsthaft betroffen war, sieht man das vielleicht etwas anders. Okay, vielen Dank. Möchte von der Ärztin jemand etwas dazu sagen? Okay. Ja. Zur Frage der Verhältnismäßigkeit. Was ist mit den Gehörlosen und Masken? Wenn alle eine Maske tragen, verstehen Gehörlose nichts mehr. Und das ist natürlich wieder ein goldgutes Beispiel, das Herr Burg hier gesagt hat. Wenn man persönlich betroffen ist von einer schrecklichen Situation, dann geht das unter die Haut. Und ich kann Ihnen sagen, ich könnte Ihnen hunderte von Beispielen, die Ihnen unter die Haut gehen, erzählen. Es ist auch so, dass es nach Impfungen Lähmungserscheinungen gibt und die Leute ins Spital kommen. Oder nach anderen Grippen, die nicht von Covid ausgelöst sind, gibt es das auch. Also es ist für Mediziner nichts Besonderes. Aber es ist natürlich, wenn man betroffen ist, etwas Besonderes. Ich möchte einfach sagen, wenn man die Gefahr ins Auge nimmt, das ist für mich das Zentrale. Gibt es eine wirkliche Gefahr? Oder gibt es eine imaginäre Gefahr? Und all diese Gespräche, die wir führen, die sind ja eigentlich auf diesem Gefahrenpotenzial aufgebaut, nicht? An was glauben wir eigentlich? Glauben wir an die Gefahr oder glauben wir an ein menschliches Zusammensein, das eben nicht auf Distanz, sondern auf Nähe beruht? Und diese Begegnungsaspekte, diese Distanzaspekte, diese Gefahrenaspekte, wie wir das bewerten, an was wir persönlich glauben, das wird unsere Haltung, unsere Einstellung wesentlich beeinflussen. Und ich finde, jeder hat da das Recht auf seine Meinungs- und Glaubensfreiheit. Dankeschön. Herr Jahn. Ja, ah, super. Mir fällt einfach so schwer zu glauben, dass alle Regierungen auf dieser Welt, oder? Alle Experten, alle Virologen, alle Universitäten falsch liegen, weil irgendeine Panik ausgebrochen ist. Das fällt mir schwer zu glauben. Ja, aber still, bitte. Ja, still. Den Bill Gates, also ehrlich gesagt, mir hat der noch nie Kontakt aufgenommen. Aber eine Rückfrage. Ich finde, der Arzt, der vorher gesprochen hat, oder wir wissen nicht einmal, wer auf dem Podium ist, ehrlich gesagt, oder was ihr Hintergrund ist. Aber trotzdem erlaube ich mir eine Rückfrage. In Basel haben wir gleichzeitig, als der Bürgermeister von Saint-Louis gestorben ist am Virus Covid-19, mit Virus, er ist gestorben, mussten wir Leute aufnehmen, weil sie in Mühlhausen im Spital zu wenig Beatmungsgeräte hatten, wegen dem Virus. Ist das eine Fantasie? Das ist sicher keine Fantasie, das ist ein konkretes Beispiel, nicht? Das ist ein konkretes Beispiel, aber es gibt genauso viele Beispiele, die ich Ihnen sage. Ich habe eine schwerst kranke Patientin gehabt, die war wochenlang krank und dann hat sie gesagt, jetzt muss ich das testen. Sie war negativ. Ja, aber war das Spital überlastet? Nein, das Spital aber war nicht. Aber das ist doch der Punkt. Das Spital Vor dem hat schützen wir uns doch, dass die Spitäler nicht überlastet sind. Das ist doch der Punkt. Vor diesem Risiko müssen wir uns doch schützen. Und wenn der Schutz funktioniert und die Spitäler nicht überlastet sind, dann haben wir das Ziel erreicht. Ja, die Frage. Das ist wie bei einer Erdbebenversicherung. Die ist nicht einfach falsch, nur weil das Erdbeben nicht eingetroffen ist. Nein, ich bin einverstanden. Ich denke, die Frage ist einfach, weshalb sind die Spitäler nicht überlastet gewesen, nicht? Ja, wegen der guten Prävention. Das ist die Frage. Also wir waren in der Deutschschweiz 2 Wochen hinterm Tessin. Und im Tessin
Kennt jeder jemanden, der gestorben ist in dieser Phase? Nein. Wir hatten im Tessin waren die Spitäler auch knapp. Es wurden nach Zürich und Bern wurden Patienten aus dem Kanton Tessin aufgenommen, jedenfalls in Zürich, weil die Spitäler knapp waren. Aber wir hatten mehr Zeit, wir hatten 2 Wochen mehr Zeit und diese Zeit hat der Bundesrat genutzt mit diesen Maßnahmen. Und weil diese Präventionsmaßnahmen so genutzt haben, hatten wir zum Glück, Gott sei Dank, in der deutschen Schweiz keine überlasteten Spitäler. In gewissen Abteilungen war das Personal gefordert, aber nie überfordert. Und jetzt können wir sagen, das ist Glück oder das ist irgendwie, aber es ist dank diesen Maßnahmen des Bundesrates, deshalb ist ja der Tessin früher gekommen und das Tessin ist auch relativ restriktiver gegenüber Öffnungen, weil sie in ihrem Bekanntenkreis, in ihrer Familie, jeder jemanden kennt, der gestorben ist. Danke. Ich finde es ganz wichtig. Ich finde es interessant, dass wir hier drüben hören, das muss ja alles wahr sein, weil so viele Regierungen mitmachen. Es gibt einen ganz bekannten Menschen, der hat gesagt, man darf die Mehrheit nicht mit der Wahrheit verwechseln. Das ist ganz wichtig. Dazu kommt, wir müssen uns immer anschauen, da haben wir in den Ländern, wenn wir durch die Statistiken gehen, haben wir ganz klar die Evidenz. Und das ist zum Beispiel auch bei Professor Homburg der Fall, der das ganz klar offenlegt, dass die Maßnahmen nachweislich keinen Effekt hatten auf die Infektionsraten oder auf den R-Wert oder was auch immer. Das war zum Beispiel, das können wir in Frankreich sehen, das können wir in Spanien sehen, das können wir in Deutschland sehen, das können wir in Italien sehen und so weiter. Wir haben da Statistiken hoch und runter ausgewertet. Das heißt, wenn wir sagen, dass wir mit Maßnahmen etwas erreicht hätten oder jetzt uns immer noch davor schützen. Verdienen Sie Ihr Geld? Bitte? Was machen Sie denn da? Nicht das Thema. Ja, womit ich verdiene. Ja, warte, Moment. Nein. Es geht. Das Wichtige ist Folgendes. Das Wichtige ist, Moment, Wissenschaft muss sich erklären können. Das ist ganz wichtig. Das heißt nicht, weil ich kein Arzt bin, kann ich das nicht erklären. Ich glaube, wenn ein Arzt es nicht schafft oder eine Regierung es nicht schafft, ihre Maßnahmen so zu erklären, dass jemand in der ersten Reihe da vorne das verstehen kann, dann reden wir am Volk vorbei. Die Kochschen Postulate beispielsweise sind für jeden zu verstehen. Einer, der ein Arzt ist, der ist kein Übermensch. Nur weil er sich mit einem Thema beschäftigt. Und für mich ist es ganz wichtig, mein Dilemma war, dass ich immer nur anderen Menschen glauben musste. Ich habe einem Christian Drosten am Anfang geglaubt. Und irgendwann haben sich die Sachen bei mir im Kopf so komisch angefühlt, dass ich angefangen habe, selber Studien zu studieren, selber Berichte zu lesen. Und was ich da rausgefunden habe, das ist für jeden Menschen verständlich. Das kann jeder Mensch nachvollziehen. Und ich glaube, das muss man auch den Bürgern zugestehen. Wir können nicht sagen, weil alle das so machen, müssen wir das auch so machen. Sondern wir müssen uns erklären. Und ich glaube, Medizin ist etwas, was man jedem Menschen erklären kann. Und ich bin mir sicher, der Professor Tanner kann auch jedem Menschen erklären, was er weiß, dass er es verstehen kann, oder? Okay, ja, vielen Dank. Jetzt ist eine Frage von ihm. Ja, ja noch zuerst. Das Podium, da kommt schon. Ich habe ein Herzensanliegen. Und zwar, mir geht es darum, ich lebe in Basel und gemäß internen Polizeirapporte hat es in dem Zeitraum von Mitte März bis Ende Mai mehr Selbstmorde gehabt als im ganzen Jahr 2019. Das könnt ihr selbst nachprüfen. Ihr habt ja Zugänge zu diesen Taten. Bitte überprüfen. Meine andere Frage ist, Herr Tanner, Wie kann das sein, dass es auf diesen Covid-19 ein Zertifikat gibt und ein Patent gibt? Wie kann das sein, dass schon im Mitte April von hochbejubelt einer zweiten Welle geredet wurde? Nach meiner Meinung ist da schon eine Vorahnung dahinter, oder? Das muss ja was kommen. Jetzt meine andere Frage ist, Herr Tanner, ich bin weder ein Verschwörungstheoretiker noch ein Aluhut. Ich bin ein Patriot, ein Schweizer. Wie kann man dann den Covid-19 mit der ID 2020, was ja vor, schon bitte Ruhe, was da schon vorgedeichselt ist,
ID 2020, schaut alle nach und nachher Covid-19 zusammenzählen, 1 und 1 gibt 2. Also da kann, glaube ich, jedes 8-jährige Kind nachvollziehen, was da im Gang ist. Und mir wird das ganz schlecht und ich habe das Gefühl, wir Bürger werden schamlos angelogen. Okay, danke. Psst, Herr Tanner. Ja, was soll ich sagen? Ja, es ist gut. Ja, also, ich sage sehr viel und ich schäbe sehr gerne. Ich kann auch bis Mitternacht da bleiben. Aber der Punkt ist, wenn wir miteinander sprechen, dann sollte man nicht einfach nur Glaubensrichtungen verfolgen, sondern man muss die Daten studieren. Ich habe Dokument. Ja, ich weiß. Ja, es ist gut, danke. Ja. Keine Idee. Ja. Nein, ich habe nicht gesagt, eine Idee, aber wir müssen doch miteinander diese Dinge ansehen. Diese Verschwörungstheorie, ich nehme es das. Es ist gut. Ja, wir haben Sie gehört, jetzt möchte ich kurz. Ja. Doch. Ja, wir kennen Sie jetzt, was Sie möchten. Wenn man nicht zuhören kann. Und okay, sprechen Sie einfach. Ja. Nein, ich glaube, ich interpretiere keine falschen Sachen. Man muss zuhören können. In meiner Arbeit, ich habe extra das nicht ausgestellt, in ärmeren Situationen, wo es der Gesellschaft schlechter geht, hat man viel besser die Möglichkeit, miteinander zu reden. Auf jeder Stufe. Weil da man nicht einfach sagt, ich bin selbstverantwortlich, ist das, was Frau Humbel gesagt hat, eigentlich, und ich würde wirklich meinen, ist ganz klar, dass es diese Verhältnismäßigkeit und Erklärbarkeit bedarf. Und Sie müssen mir nicht sagen, was Public Health ist, dass es nicht nur um Tote geht, sondern um Leiden. Und die Selbstmordrate ist ein bedenklicher Punkt. Sie können sogar in die entsprechenden Dokumente sehen, wo das dokumentiert ist als große Problematik, dass wir hier eben diese sozialen Fragen nicht unbedingt selbst, es ist doch viel schlimmer. Es ist nicht das Endpunkt des Selbstmords. Es ist die häusliche Gewalt, die Schwierigkeit, die Homeschooling und Quarantäne ist einfach, wenn man ein Haus besitzt. Aber wenn man zu sechst in 2 Zimmern leben muss und alleine ist, ist das viel entscheidender. Und dort ist es wirklich wichtig und dort ist auch die Öffnung nötig. Und da haben wir uns immer, und ich glaube auch, das wurde im Krisenstab in den Momenten, wo ich dabei sein durfte, immer klar auch signalisiert. Danke, und es hat Ethiker dabei. Danke. Und diese ganze Geschichte vom Global Business Plan der Pharmaindustrie, da sage ich einen letzten Punkt, das möchte ich jetzt noch sagen. Ich habe über Jahre die Organisation Drugs for Neglected Diseases und Neglected People geleitet und habe dort eigentlich diese Festsetzen von Patenten nicht um Geld zu machen, sondern um eben zu sichern, dass wir diese Medikamente den Menschen zur Verfügung gestellt haben. Und es ist so, dass wir mit diesem Mechanismus ohne Royalties, mit dem Global Access, dass die Leute Zugang haben, nicht, dass man sie zwangsverpflichtet. Und okay, haben wir das eigentlich erreicht? Und ja. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt jetzt, dass man das versteht. Ja, okay, vielen Dank. Jetzt ist da eine Frage. Ja. Hören wir mit? Es ist gut. Okay. Es ist gut. Also, wir haben Sie verstanden. Ich kann jetzt gerade ansetzen an diesem Votum. Ich bin zufällig auf eine Website, auf die Website vom WEF gestoßen und ich möchte meine Frage an die Politiker richten. Man muss sich da ein bisschen durchkämpfen, weil es ist eine sehr komplizierte Sache. Es ist ja alles in Englisch verfasst. Und wenn man da auf die Plattform geht, da findet man einen sogenannten Covid Action Plan. Und dieser Covid Action Plan, da ist, weil man das Ganze muss man eigentlich im viel größeren Zusammenhang sehen. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben eine gesellschaftliche Krise und
Ja, und in diesem Zusammenhang geht es um eine komplette neue Organisation der menschlichen, politischen, wirtschaftlichen Verhältnisse. Das kann man hier in diesem Covid Action Plan kann man das nachlesen. Das ist also keine Verschwörungstheorie. Und wenn Sie da sehen, dann ist die nächste, das Thema der nächsten des Webs, das heißt The New Reset. Da wird also proklamiert, ja, das muss ich jetzt eben noch sagen. Und ich möchte jetzt fragen, ihr Politiker, seid ihr involviert in diese Pläne? Habt ihr selber teilgenommen daran? Wer möchte das sagen? Okay. Also. Wird Jaslin, dazu überhaupt... Herr Jaslin antwortet. Ja, ich bin nicht Mitglied von dieser Kommission und ich habe auch nicht mitgearbeitet. Ist mir auch nicht bekannt, was alles darin steht. Ich muss Ihnen sagen, dass wir in der Schweiz ein System haben, das selbstregulierend ist. Ich stelle das in der Kommission fest. Ich stelle das aber auch im Zusammenarbeit mit der Verwaltung und in Zusammenarbeit mit dem Bundesrat fest, dass solche Theorien oder solche Pläne an und für sich nicht da sind, um die Menschheit neu zu erfinden. Ist mir nicht bekannt und ich kann Ihnen garantieren, wenn das so sein wäre, dann würde ich mich einsetzen für uns als Schweizer Volk. Aber also darf ich dazu etwas ergänzen? Also ich möchte gerne dazu kurz etwas ergänzen, weil zwei Dinge hat diese Pandemie natürlich gezeigt. Unsere Abhängigkeit, insbesondere von China, von Asien. Wir kaufen billige Kleider, wir kaufen billige Elektronika, wir haben Medikamente, die nur noch die Wirkstoffe in China hergestellt werden. Das ist eines, dass diese ganzen Lieferketten, die Abhängigkeit muss überdacht werden. Und dann der zweite Aspekt, die wirtschaftliche Krise, die kommt erst. Weil die ganze Maschinenindustrie beispielsweise, die hatte bis jetzt volle Bücher, die konnte arbeiten. Aber wenn die Weltwirtschaft zusammenfällt, dann kommen die Aufträge nicht und dann gibt es langsam die Probleme. Wir sind ein Exportland. Und deshalb ist es natürlich schon die Frage, muss diese globale Situation einerseits die globalen Lieferketten durch die Globalisierung, wo wir jetzt eigentlich schon auch die negativen Seiten deutlich spüren, andererseits auch die Folgen, dass die auch international überprüft werden müssen. Das scheint mir eigentlich schon ziemlich logisch zu sein. Danke vielmals. Ja, bitte. Was mir an der Diskussion fehlt seit Beginn dieser Krise, ist das Thema über den Tod. Warum sprechen wir nicht mehr über den Tod? Wir alle wurden geboren, wir alle müssen sterben. Und wir alle wissen, dass es auch nicht der Reihe nach geht. Wir alle wissen, dass es ein Drama sein kann, wenn jemand stirbt. Aber es ist unausweichlich. Mir fehlt diese Diskussion. Warum integrieren wir den Tod nicht mehr? Also meine Erfahrung ist jetzt in dieser Krise eine ganz andere. Nämlich, dass genau dieses Thema zur Sprache gekommen ist, der Tod. Also in Pflegeheimen oder beispielsweise auch mit meinen Eltern haben wir diese Frage diskutiert, in welchem Alter, was will ich noch, wie will ich sterben? Und ich gehe davon auch aus, dass sie alle eine Patientenverfügung haben und eigentlich keine Beatmung möchten, wenn sie allenfalls an diesem Virus erkranken möchten. Das ist nämlich genau der Punkt, wo ich glaube, oder ich bin auch überzeugt, das wurde in verschiedenen Institutionen mit den Menschen, auch privat, wieder viel mehr diskutiert, möchte ich am Lebensende die technischen Instrumente haben oder möchte ich eine Palliativ-Care, also einfach die Betreuung, dass ich schmerzlos sterben kann, weil das Leben endlich ist. Ich glaube eben, das ist genau ein Punkt, der viel mehr, viel breiter diskutiert worden ist. Danke in dieser vielmals. Krise. Herr Jaslin, kurz noch. Kurz, bitte, alle kurz. Gell? Ja, ich muss dieser Fragesteller recht geben. Es ist ein ethisches Problem, das wir haben in der Gesellschaft in Mitteleuropa. Wir sprechen nicht mehr über den Tod. Das ist effektiv so. Vielleicht ist das eine Chance, um das wieder aufzunehmen und vielleicht auch eine Chance, untereinander in Toleranz über das zu sprechen. Und man muss immer auch berücksichtigen, dass es andere Meinungen gibt, dass es andere Ansichten gibt. Und diese anderen Ansichten müssen wir auch akzeptieren können. Danke. Noch eine Minute. Meine Frage an die Politiker da.
Wenn ihr plötzlich das Gefühl gehabt habt, dass der Bundesrat zuerst und jetzt ja, reden ja auch die Parlamentarier drüber, dass die Menschen, also wir, die Bevölkerung, wir sollen unfähig sein zu verstehen, wie wir uns schützen können und sollen. Also man macht uns quasi unmündig. Aber müsstet ihr alle dann nicht zurücktreten, wenn ihr von solchen Menschen gewählt wurdet? Noch zwei Voten? Wenn wir jemandem die Antwort geben? Nein, ich höre nicht. Also, dann war noch im Karierten. Okay. Es gibt noch zwei Voten und dann das müssen wir... Das war eine Frage, oder nicht? Ja, ich habe noch eine Frage. Wollen Sie eine Antwort? Oder also, irgendwie, der Moderator hat noch nicht begriffen, dass das ein Austausch ist. Also Herr Jans, geben Sie... Also... Nein... Ich kann nur noch wiederholen, was ich schon mal gesagt habe. Eine Mehrheit der Bevölkerung stützt diese Maßnahmen, ist anderer Meinung als Sie. Und auf jeden Fall haben wir aufgrund der vielen Gespräche, die wir geführt haben, auf vielen Argumenten, die wir erfahren haben, sind wir zum Schluss gekommen, dass die Maßnahmen, die einerseits die Taskforce, die Experten und andererseits die Verbände, die auch einbezogen wurden und die vielen Interessenvertreter in dieser Gesellschaft zu Lösungen gekommen sind, die im Sinne der Mehrheit wahrscheinlich der Bevölkerung sind, soweit man das überhaupt beurteilen kann. Die Unterstellung, ich möchte das einfach in aller Form zurückweisen, dass wir uns der Konsequenzen, der massiven Konsequenzen, der unglaublich traurigen Auswirkungen, der Selbstmorde, dass wir uns dessen nicht bewusst sind, die ist falsch. Niemand hat das auf die leichte Schulter genommen. Alain Berset hat Tag und Nacht gearbeitet. Im persönlichen Gespräch hat er mir gesagt, wie unglaublich schwierig diese Situation für ihn jetzt sei und wie enorm dieser Verantwortungsdruck auf ihm laste. Es ist nicht so, dass die das irgendwie einfach so gemacht haben, um Leute zu entmündigen, sondern um sie zu schützen. Danke. Herr Burkehr, noch kurz. Danke. Ich gebe Ihnen recht. Die Eigenverantwortung ist etwas ganz Wichtiges und die Eigenverantwortung jedes Bürgers hat uns stark gemacht in der Schweiz. Und wir müssen wieder schauen, dass wir nach dieser Krise zu der Eigenverantwortung zurückkommen. Nicht, dass der Staat uns weiter vorschreibt. Ich bin zum Beispiel nicht für eine Impfpflicht. Das soll jeder Einzelne selber entscheiden, was für ihn gut ist. Eigenverantwortlich. Danke. Mein Name ist Wolfgang Holzgruber. Ich habe eine Frage an die Parlamentarier. Zuerst hat man uns gesagt, die Krankheit ist harmlos. Dann hat man gesagt, die Krankheit ist ganz schlimm, es wird Millionen Tote geben. Dann hat man gesagt, das Ziel ist, die Reproduktionszahl, also die Ansteckungsziffer, auf 1 zu bringen. Einer steckt noch einen an. Und dann, als diese Zahl auf 1 war und man Entwarnung geben hätte können, hat man das Notrecht ausgesprochen und den Shutdown eingeleitet. Okay, noch eine Frage vom Publikum. Ja, noch eine Frage vom Publikum. Ist gut. Okay, Im Prinzip ist das eine Frage an Herrn Tanner. Ja, gut. Also ist gut. Nee, okay, ist gut. Hallo, guten Abend miteinander. Ja. Mein Anliegen ist, dass man uns Volk, alle, die da sind, aber es ist ja ein offenes Event, es ist nicht einfach ein Pro- oder ein Contra-Event, mehr einbezieht bei euch in der Politik. Und mein Wunsch ist mit dem auch, dass ihr weniger Entscheidungslast auf den Schultern habt, sondern dass die wirklich breit abgestützt ist. Wir haben einen Schweizer Fernseher, der zahlt ist, der nicht quotenmässig arbeiten muss, der sich Thesen
Antithese, Syntheseprozess, einen Tag, eine Woche, einen Monat kann einsetzen, nicht Arena Hickhack, sondern mit einem guten, achtsamen Moderator, wie wir sie da zum Beispiel haben, oder da noch einen zweiten, wo These und Synthese, Antithese so lange miteinander bearbeitet, bis wir Synthese daraus haben. Und zwar unter offenen Türen, alles aufzeichnet für das Nationalarchiv. Weil wir souverän sind ja der Auftraggeber und ich möchte nicht, dass meine Angestellten Entscheidungen treffen hinter verschlossenen Türen, die mich betreffen. Das finde ich sehr strange. Danke vielmals. Danke vielmals. Okay. Also, es ist so, wir müssen leider das Ganze beenden, aber gell, schaut, das ist eine Anregung für einen weiteren Dialog, das, was heute stattfindet. Der Herr Tanner hat eine Idee gehabt, dass jeder der Podiumsteilnehmer ganz kurz einen Satz sagen darf. Und das finde ich eigentlich eine sehr gute Idee und das machen wir jetzt. Frau Humbel, ein Satz und dann. Wir werden... Also die Öffnungsschritte sind da, es wird kantonal und unterschiedlich gehandelt, je nach Ansteckungsquote, aber wir sind alle noch gefordert, uns an die Hygienebedingungen zu halten und unsere Verantwortung für die Gesellschaft wahrzunehmen. Ich gebe einfach noch eine Antwort, es war zwar keine Antwort gefragt, aber der Herr hat vorher bezüglich dem Covid-Gesetz gesagt, dass der Impfzwang gekommen wäre. Und Frau Rothumbel hat es schon, als sie das Covid-Gesetz kurz angesprochen hat, erwähnt, auch schon in der Vernehmlassungsbotschaft war dieser Impfzwang gar nicht in der Botschaft drin. Das möchte ich einfach noch einmal hier deklarieren. Es steht im Epidemiengesetz, steht etwas von Impfprogramm, aber das bedeutet nicht Zwang. Und im Covid-Gesetz war das nie Inhalt. Das war mir noch wichtig zu sagen. Herr Jans? Also, ich möchte mich bedanken, dass solche Diskussionen in der Schweiz möglich sind. Ich habe Ihnen zugehört. Ich bin aber völlig anderer Meinung als Sie. Und ich werde mich für das Grundrecht der Unvernunft, das wir in diesem Land haben, werde ich mich einsetzen. Herr Jauslin. Ja. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen gute Gesundheit, weiterhin kritische Einstellung gegenüber allem, das ist wichtig. Ich wünsche Ihnen aber auch uns allen, dass wir die anderen Meinungen tolerieren können und auch akzeptieren können. Dankeschön. Gehen wir eigenverantwortlich um mit der Krise, Hygiene, Abstand und bleiben wir gesund. Auch von meiner Seite danke, dass wir das haben. Es ist der erste Event, den ich so erlebe. Und ich gehe zum alternativen WEF in einer Woche, wo das genau wieder so weitergehen wird. Aber ich möchte bitten, dass alle den Respekt voneinander haben und wissen, Eigenverantwortung heißt nicht, dass man machen kann, was man will. Eigenverantwortung heißt miteinander, wir hocken im gleichen Boot. Und da müssen wir über diese Strom schnellen. Danke. Doch. Danke vielmals. Philipp, du kannst das. Philipp. Ja. Du kannst etwas sagen. Sag es. Hä? Ah, ist gut. Okay. Ja. Auch ich bin anderer Meinung. Und das ist vielleicht, dass ich bin sehr dankbar, dass auch die anderer Meinung sind, hier haben dürfen sprechen können und vor allem, dass wir uns begegnen dürfen. Das finde ich ganz großartig. Und ich glaube, es wird Leute geben, die haben Angst vor der Gefahr, weil sie eine Gefahr sehen. Es gibt Leute, die haben keine Angst vor der Gefahr und für die ist die Gefahr schon vorbei und morgen könnte alles normal sein, ohne irgendein Theater.
Ich möchte mich auch herzlich bedanken und hoffe, dass wir weiterhin konstruktiv zusammenarbeiten können und es gibt noch viel zu tun. Einerseits bedanke ich mich für die Organisation einer kritischen Auseinandersetzung, die mir bisher gefehlt hat. Und was ich mir für die Zukunft wünschen würde, wäre die breitere Einbeziehung außerhalb von Spezialisten, die es dringend braucht, aus der allgemeinen Medizin und aus dem, was wir erleben, auch mit kritisch denkenden Ärzten in Entscheidungsprozesse. Ich möchte nicht von einem Systemfehler sprechen, das ist Unsinn, aber faktisch ist uns hat niemand gefragt. Auch von mir aus, ich möchte den beteiligten Politikern herzlich danken, dass sie das Gespräch gestellt haben. Bis jetzt wurden, wie es erwähnt wurde, alle Mitwirkungsrechte der Bevölkerung abgestellt. Es wurden schwerwiegendste Entscheidungen mit Wirkung auf das Leben der überwiegenden Mehrheit in diesem Land wurden gefällt, mit nachhaltiger Langzeitwirkung, die sich erst noch realisieren wird. Und bezahlen werden es am Schluss wir und unsere Kinder. Deshalb appelliere ich ernsthaft, bitte beachten Sie für alle weiteren einschränkenden Maßnahmen, was die Menschen schon in den Knochen haben und was sie in der Zukunft sowieso schon noch aufgebürdet bekommen werden. Wenn Sie darüber befinden müssen, ist es verhältnismäßig ja oder nein? Denn es gibt kein einziges absolut geschütztes Rechtsgut oder eine einzige absolut geschützte Rechtsgruppe. Sie müssen das ausbalancieren. Das ist mein Appell und alle, die hier dabei sind, sind gerne bereit, mitzuwirken an diesem Prozess. Das ist alles. Danke schön. Auch ich bedanke mich, dass diese Runde gibt. In Deutschland hatten wir sowas bisher noch nicht und ich glaube, es ist einer, wenn ich mich dir anschließen darf, einer der größten Fehler, die gemacht werden und die immer noch gemacht werden, ist die, dass die Menschen, die Kritiker sind, und zwar namhafte Menschen von Weltrang, nicht zu Wort kommen. Das ist der Grund, weswegen zum Beispiel YouTube-Kanäle wie meiner innerhalb von 4 Monaten fast 80.000 Subscriber zusammensammeln, weil kritische Stimmen nicht gehört werden, weil man über die Bevölkerung als unmündig und sowieso nicht verständnisfähig entscheidet, sich nicht mehr erklärt, nicht mehr hin. Wisst ihr, als ich klein war, haben meine Eltern mich aufs Zimmer geschickt und habe ich gefragt, warum? Und haben sie gesagt, du bist zu klein, das zu verstehen. Da hatte ich ein Problem mit. Ich glaube, wenn man eine Maßnahme ergreift, muss man sich umfangreich erklären und zwar von der Pike auf. Wir müssen die kritischen Fragen für alle beantworten. Wir müssen transparent sein. Wir müssen offen miteinander sprechen. Wir müssen die Kritiker zu Wort kommen lassen, wie alle, die anderer Meinung sind. Und deswegen auch hier heute ganz wichtig, dass wir sich gegenseitig respektieren. Ich finde es große Hochachtung vor allen, die hier gekommen sind heute und sich gestellt haben. Ich wünsche in Deutschland, wo ich herkomme, gäbe es sowas. Ja? Und da bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei jedem Einzelnen hier. Aber wir müssen weitermachen und wir müssen der Sache auf den Grund gehen, weswegen die Maßnahmen getroffen worden sind, die getroffen werden. Ich möchte mich dem Dank von Samuel auch anschließen. Ich finde das wirklich sehr lobenswert und ich möchte wirklich auch ans Publikum und alle Anwesenden die Bitte richten, es ist wirklich ganz wichtig, dass wir diese Diskussion respektvoll führen. Das liegt mir sehr, sehr am Herzen, weil nur da können wir gewinnen, auf beiden Seiten. Und ich bin weder wissenschaftlich noch politisch aktiv, ich bin einfach eine Mama. Und ich bin sehr froh, dass man diskutiert, wissenschaftlich auch. Und doch möchte ich auch an alle da draußen, besonders auch an die Jugendlichen und die Kinder, wir haben noch etwas anderes, wir haben auch die Intuition. Und da möchte ich auch die vielleicht das noch sehen, dieser Faktor ist ganz wichtig. Vertraut auch wieder der Intuition, auch die Politiker. Es ist wichtig, sich zu informieren, aber manchmal spürt man eine Warnung oder irgendetwas oder man spürt die Wahrheit. Und dazu möchte ich euch aufrufen, besonders auch die Jugendlichen, steht wieder zu eurem Herz, zu eurer Intuition und kämpft um die Wahrheit. Danke.
Okay, dann liegt es nur an mir, gell, das Schlusswort zu machen. Also ich bin begeistert, dass es überhaupt hat können stattfinden können mit euch allen, mit euch allen und euch allen. Überhaupt insgesamt mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen und Ansichten, dass wir das geschafft haben, ein Podium zu machen. Ganz herzlichen Dank. Also es freut mich riesig, riesig, dass wir einen Start setzen konnten für einen weiteren offenen Dialog. Es ist so, wir bauen auch ein Kontaktnetzwerk auf, also für bewusste, aufgeklärte Menschen in jeder Berufsgattung. Wir haben es jetzt mal auf LOVB, verschiedene Kontaktpersonen, die für verschiedene Berufe einstehen, für Juristen, Ärzte, Eltern, Pädagogen, was auch immer. Meldet euch und vernetzt euch oder könnt auch selber euch melden, wenn ihr Ansprechperson sein möchtet für eine Berufsgattung, die noch nicht drauf ist. Es ist jetzt ganz wichtig, dass alle aufgeklärten Menschen zusammenkommen und eine wichtige Stimme bekommen. Okay, also jetzt nochmal ganz herzlichen Dank, liebe Podiumsteilnehmer. Für die Bereitschaft zum Dialog und auch euch. Und einen besonderen Dank möchte ich auch den Ärzten aussprechen, den Ärzten, weil sie stehen an der Front, sie stehen an der Front und sie sind mit der Bevölkerung verbunden und es ist ja vordringlich eigentlich ein gesundheitliches Thema. Von mir aus gesehen sind das jetzt die wichtigsten Partner, die einbezogen werden sollten. Ganz herzlichen Dank. Es ist so noch informativ, auf den Tischen hat es noch Flyer und Infos, die ihr einfach mitnehmen könnt. Oder wenn ich noch Durst habe, das hat noch einen Getränketisch oder Esstisch. Also ihr könnt euch auch noch austauschen. Ja, und wir werden schauen, wie wir mit diesem Prozess weitergehen. Danke vielmals.